Gut recherchierte Fragen, charismatische Moderation, kurzweiliges Format, nicht mit uns beim Kneipenquiz! Das Kneipenquiz! Und damit herzlich willkommen zu unserem Kneipenquiz Extravaganza live aus dem Delphi Showpalast des kleinen Mannes Studio 15. Wir sind live, das ist in Farbe, ich klatsche, das könnte ich bei einer aufgezeichneten Sache nicht machen, das zeigt euch, wir sind wirklich live drauf bei der 7. Ausgabe von unserem kleinen Hochglanzformat, möchte ich es mal nennen, namens Kneipenquiz. Was erwartet euch heute? 30 Fragen, die wir teilweise kurz vor der Sendung notdürftig zusammengeklöppelt haben, die sich hier natürlich präsentieren lassen von mir zum einen und natürlich dem Mann, der, außer er ist krank, unersetzlich ist für dieses Format, Fabian Kahne natürlich an meiner Seite. A10 Fragen und wir haben 4 Teams hier heute versammelt, die sagen, ja, wir könnten dafür reinkommen für die Nummer und stellen uns diesen Fragen. Zum einen das Team, ehemals die Funkmariechen, inzwischen Game 2 schlau für diese Welt in der bestmöglichen Besetzung. Colin. Ja, vielen Dank für das Höflichkeitslachen hier im Raum mit diesem neuen Namen, ja. Ja, ich bin ja erstmals auch mit am Start. Das stimmt in der 15. Du warst aber schon im Delphi warst du dabei, ja. Ne? Apropos Delphi, wichtige Frage. Herr Kahne, darf der auch wieder malen oder? Wird heute nicht stattfinden, falls ihr wissen wollt, worauf Colin anspielt, gerne nochmal reinschauen. Aber ich mach Charade heute. So macht man das nämlich mit den Klicks. Die Glocke, so. Abonnieren, liken. Ja, also wir haben ein fantastisches Team hier tatsächlich heute zusammengestellt. Wir haben Aufnahmeleiter Matthias, du bist ja sowas wie der Dauergast, glaube ich, in dieser Sendung schon. Kann man so sagen. Markus hier an meiner Seite, Redakteur aus dem Team. Valentin, unser Redaktionspraktikant, auch ein ganz smartes, helles Köpfchen. Und natürlich Sarah, unsere Volontärin in der Redaktion. Ich würde sagen, ihr könnt eigentlich jetzt schon alle gehen. Ja. So. Also eine milde Kampfansage von Colin. Außerdem natürlich das Team rund um Benjamin, Bierchen, Nils. Stell dein Team doch bitte mal vor. Ja, wir sind ja das Team der Zusammengewürfelten und haben auch dieses Mal wieder bunt zusammengewürfelt mit Kompetenz und ich freue mich sehr, Sandro ist heute da. Er ersetzt Donny, seien wir ehrlich, so viel hat Donny nicht dazu beigetragen, von daher ist es ein guter Tausch. Scherz, ich liebe dich, Donny. Ich kann dir noch ein halbes Herz zeigen, weil ich das die anderen brauche. Moritz ist der Treueste, er ist seit dem ersten Kneipenquiz hier mit mir zusammen, wie oft wir hier gemeinsam beschissen wurden, das kann man eigentlich gar nicht mehr an zwei Händen abzählen. Marco Giesel ist heute auch wieder da, war letztes Mal auch dabei, ich freue mich sehr. Und Mara, also wenn heute eine Age of Empires Frage kommt, dann sind wir bestens vorbereitet. Wenn nicht, dann müssen 3 Leute das irgendwie retten. Ich freue mich sehr auf diesen Abend, es ist wieder Zeit, dass wir gewinnen, oder? Ja. Der Pokal kommt nach Hause. Türö. Der Pokal, das ist hier natürlich die hellste Birne dieser, oder hellste Leuchte, ich weiß es nie. Dieser Wanderpokal, der bleibt schön hier, bis er irgendwann mal für die letzte Folge zum letzten Mal erlischt. Außerdem natürlich wieder dabei, nach langer Abstinenz im wahrsten Sinne, die Plörrepäpste, Hannes. Hallo. Hannes, es gab ja viele Stimmen, die gesagt haben, Kneipenquiz ohne die Grafiker ist nichts für mich, aber das war nur meine Meinung. Jetzt seid ihr endlich wieder da, wen hast du mitgebracht? Natürlich Alvin, ich meine, wir sind eigentlich komplett, nur Svenjamin ist leider heute abwesend. Und Timo leider auch nicht am Start, aber ich glaube, wir haben wie immer die komplette Kompetenz hier der Grafiker am Start. Das ist natürlich Jan, es ist Dima und es ist Alvin und meine Wenigkeit. Außerdem ein Team, das in verschiedensten Konstellationen hier schon angetreten ist, 2-mal den Sieg holen konnte. Das Team Wissen ist Macht, Spaß. Wer sitzt denn da heute am Tisch, Marc? Ja, eigentlich haben wir immer eine relativ feste Besetzung, kann man sogar sagen. Mit dabei wieder Anja, Lisa, Fabian. Dieses Mal Lars statt Eddie, der im engsten Familienkreis zu Recht Geburtstag feiert hatte. Nicht seinen eigenen, aber er ist trotzdem entschuldigt. Und genau.
Grüße, genau. Ede, hey, Grüße, ja? genau, wir sind guter Dinge, zumindest so lange, bis Ingo eventuell reinkommt und irgendwas vorliest, ne? Was uns den Sieg halt kosten könnte. Ich sag's nur noch. Wer sich fragt, worauf Marc anspielt, gerne nochmal schauen in das Kneipenquiz vom Geburtstag. Glocke, Abo dalassen. Oh, wir sind das einzige Format, was die Glocke hat. Ja. Oh, wir sind einfach immer voraus. So, 30 Fragen. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wir schauen uns an, wer hier am Ende dann nach 30 Fragen die meisten Punkte holt. Und ich glaube heute, man könnte sagen, ja, 4 Teams. Übrigens noch Grüße an das Team Heiden. Ich weiß, Gunnar und Gino gucken zu, haben leider nicht genug Freunde gefunden dieses Mal, um hier ein ganzes Team zu stellen. Aber so ist das nun mal. Wir wissen, ihr schaut zu. Und vielleicht beantworte ich dir heute die Fragen auch mal. Man weiß ja, was die so wissen und wo die eher so schwächeln. Und dann schauen wir, vielleicht reicht es am Ende für den Sieg für Team Heiden. Trotz Abwesenheit, jetzt würde ich sagen, legen wir aber los mit Runde 1. Ganz kurz, Andreas. Ja, haben wir nicht was vergessen? Wir haben einiges vergessen. Ja, wahrscheinlich. Aber das, ja, unter anderem auch, die Leute haben ja gerade noch die Möglichkeit, sich Informationen extern zu besorgen. Kann das sein? Die Frage ist, sind Huawei-Handys da jetzt auch noch betroffen? Ich weiß es nicht. Müssen wir auch noch einsammeln? Dann einmal bitte die Handys abgeben. Bitte? Blätter kriegt ihr auch noch, ja? Einer mit. Ja, mach ich nur noch alles selfie-mäßig. So, das ist immer eigentlich, das wissen die Leute, der längste Teil des Kneipenquiz. Fragen sind circa eine halbe Stunde, Handys einsammeln, eine Dreiviertelstunde. So. Ach ja, 30 Fragen, 4 Teams heute am Start. Ich glaube... Dankeschön. Heute ist was drin. Das wird heute eine richtig knappe Runde. Ich habe es im Gefühl. Alle Teams gut besetzt, gut beieinander. Fabian, du kannst gerne die Fragebögen noch austeilen für die erste Runde. Für alle Teams und Stifte. Und dann kann es losgehen. Und Stifte müssen wir improvisieren, habe ich gerade gesehen. So. Genau, Runde 1. Für die richtigen Teams, Hashtag Kneipenquiz, wenn ihr interagieren wollt. Und ganz wichtig, auf Twitter, Facebook, überall findet ihr auch nochmal die Fragebögen. Also wenn ihr mitspielen wollt und die Originalfragebögen benutzen wollt, dann tut das gerne, ladet die euch runter. Der eine oder andere Fehler könnte aber auch da drin sein. So, das war nur für die Zuschauer, das war mal so ein kleiner... Gut, ihr habt alles, ihr habt Stifte und dann würde ich sagen, Frage Nummer 1. Welche dieser Parteien ist für die Europawahl zugelassen? Und wir schauen auf die Grafik. Eine dieser Parteien ist zugelassen. Die Minute läuft. Bitteschön, liebe Teams. Also, nur eine Partei. Schreibt mir die richtige Partei auf, die zugelassen wurde zur Europawahl. Nicht gelesen zu haben. Die Klimaretter könnten es auch sein. Ach, die hast du aber nicht gelesen. Das sind alles Parteien, über die Rezo nichts gesagt hat, muss man sagen, ne? Ja. Dementsprechend müssen die auch noch nicht zerstört werden. Dann doch die Klimaretter. Aber Matthias, worauf fußt denn jetzt diese Entscheidung? Die Frage ist natürlich, wie viele dieser Parteien sich einen Flug nach Ibiza leisten können, ne? Ich will, weißt du, ganze Welt diskutiert, was hat er da gesagt? Ich will wissen, wer die Blonde ist. Ich will es wissen. Habe ich noch nirgendwo gelesen. Ich glaube aber, BTE ist deinem unangenehmen Ruf mal wieder gerecht. Ich bin auf Instagram voll. Das wäre so ein Gefühl. Also, Zeit läuft. Du hast die Glocke im Blick, ja? Ja, durchaus, ja. Ach, ja. Okay, also. Und Zeit abgelaufen. Erste Frage und wir machen direkt weiter mit der zweiten Frage. Wie heißt die große Liebe vom Glöckner von Notre Dame? War ja wieder in den Bestsellerlisten aufgrund dieses... Die Uhr, lieber Andreas. Schrecklichen Feuers. Zeit läuft, eine Minute. Danke, Herr Krane. Also, da sieht man mal, wie so Fragen entstehen. Machen wir irgendwas zu Notre Dame und dann endet's in der Belletristik. Ich glaube, man kann die Frage für die Zuschauer nochmal wiederholen. Wie heißt die große Liebe vom Glöckner von Notre Dame? Also, Quasimodo
Wen lernt er da kennen? Verliebt sich unsterblich. Wie das so buckelige Typen wie Eddie und ich machen. No? Gerne immer eine Liga nach oben. Das geht auch in Frankreich. So ist es ja meistens. Könnte sein. Ich habe nicht Anastasia gesagt. So. Zeit läuft. Trauen wir Andreas nicht so viel Cleverness zu, dass er ausreicht. Weil ich kommt eine schöne Frage. Freue mich schon. Auf die nächste? Ja. Freue mich. So. Zeit läuft noch. Ja, das stimmt. Aber nicht mehr lange. Abgelaufen wie die Biere, die wir hier heute bekommen. Wir kommen zur dritten Frage. Ist schon eine meiner Lieblingsfragen. Ich brauche immer so 3-4 Fragen, dass ich selbst Bock habe aufs Format. Ja. Sind wir ready? Wir sind komplett ready, ja. Dann würde ich sagen, Frage Nummer 3. Welche 2 Märchen verbergen sich hinter diesen Emojis? Dann bitte ein Repost, Hannes. Also, welche 2 Märchen? Die Uhr wieder, Andreas. Verbergen sich hier. 1 Minute Zeit. Man kann ja nicht sagen, dass wir nicht am Puls der Zeit werden. Ne? Kann man schon mal so sagen. Märchen gehen immer. Doch. Grimm gerade in die 6. Staffel verlängert worden, die Serie. Ja. Kann man mal. Also, Trick und kein Schwein. Bist du so ein Märchenerzähler? Das weiß ich, aber ja. Auch Leser? Nee, Leser nicht. Ich lüge nur einfach ziemlich gerne. Ja. Ich glaube auch, dass die meisten Märchenschreiber, Aesop, einfach gute Lügner. Ja. Die haben mir gesagt, ganz ehrlich, ich schreibe das einfach auf, den Scheiß. Ja. Mach damit Geld. Dann nehme ich die in Hänsel und die Gretel. Und in Wahrheit habe ich einfach nur einen Jungen in eine Dorfhütte eingesperrt. Ja. Schön. Zeit. So. Aber was hat denn in die Bratwurst? Das abgelaufen. Uiuiui. Wenn ich eben gesagt habe, das war eine meiner Lieblingsfragen, kommen wir jetzt zu einer sehr spannenden Frage. Denn was viele nicht wissen, der Fabian ist ein Tourist und er war gerade in Amsterdam. Und die Frage ist, was hat er mitgebracht? Wir schauen in folgendes hier. Video. Bitteschön. Beste mensen, ik was in Nederland in een supermarkt en heb weer fantastische dingen meegenomen. Bij de vleesafdeling en zijn lekkere vogeltje, kaasvlees en rendvlees. Daarbij een goed stuk kaas en een broodje. En als drankje heb ik een fantastische vriesdrink of een sapje. Dat doe je, Lulus. Geen probleem, we hebben hier iemand in Holländisch. Keine Angst, ihr bekommt es alle nochmal zu sehen. Also notiert euch, was der Fabian da von unseren holländischen Freunden mitgenommen hat. Bitteschön. Lauter! Lauter! Mach mal FF. FF. Beste Mäse. Ich war in den Niederlanden, in den Supermarkt, und hätte fantastische Dinge mitgenommen. Bei der Fleischabteilung hätte es ein leckere Fachete, Kalbsfleisch und Rindfleisch. Dabei ein gutes Stück Kaas und ein Brotje. Und als Trankje habe ich ein fantastisches Friesdrink auf ein Sapje. Das tue ich, Lulus. Also, ich denke, das reicht. Ihr seid ja zu 5. Fabian, danke für diese kurzen Eindrücke aus Amsterdam. Wir kommen direkt zur 5. Frage. Wir brauchen aber nur die Lebensmittel direkt. Ne? Ja, nur das, was er mitgebracht hat, nur die Lebensmittel. 5. Frage. Was fanden Forscher kürzlich in einer Tiefe von 10.928 Meter neben krebsartigen Geschöpfen? Das ist wieder unsere Wer war eigentlich auf Spiegel Online mal Frage. Also in den letzten 4 Monaten. In den letzten 6 Wochen mindestens, ja.
Zeit läuft. Was fanden Forscher kürzlich bei einem Tauchgang in einer Tiefe von 10.928 Meter neben krebsartigen Geschöpfen? Also, es geht nicht um tierische Lebewesen, Kleinstlebewesen, so wie ich und Eduard. Das wäre am ehesten eine Rocketbeans.tv/bohn für die Auflösung des Jokes. Ja, das sind nur vier Teams dieses Mal. Vier Teams. Ja, die sind so laut, ja. Macher fehlen. Also. Na, wir haben läuft, das, ja. Das ist, wir haben was haben Sie da unter Wasser gefunden? So, für die sechste Frage bekommt ihr etwas ausgeteilt. Und austeilen kann er ja gut, der Krane. Ja, ja. Einmal direkt die Namen draufschreiben, bitte. Oh, nö, sagt Colin Gäbel. Und die Frage dazu. Sechstens, welche Sternbilder sehen wir? Bitteschön. Wir sehen es hier nochmal für die Zuschauer eingeblendet. Welche Sternzeichen sehen wir hier? Ja? Also, wenn ihr das nächste Mal in den Himmel schaut, achtet drauf, was ihr da so seht. Was für dich? In der Milchstraße. Ja. Lieblingssternbild von dir? Mega viele andere Sternbilder. Okay, nee. Jungfrau. Jungfrau? Ja. Wäre eher so ein großer Bärtyp, ne? Ja. Zeit läuft. Grundsätzlich finde ich aber auch gut. Was steht denn überhaupt in den Sternen für so einen Andreas Links? Ja, wir haben das ja mal bei NDR gemacht. Weitgehend kam so mittelgut an. Also ich sag mal, unter Ausschluss der Öffentlichkeit war das. Aber da wurde mir ja Gutes prognostiziert. Ne? Ja. Und ist leider nicht eingetreten. So, ja, Zwilling. Ja, Zwilling ist super. Ach, ja. Waagschalen. Stimmt, das sind glaube ich... So. Können wir das nochmal... Ja. Also, sechste Frage liegt hinter uns. Und wir machen direkt weiter mit der siebten Frage. Welche vier englischen Vereine stehen im Finale der Champions League und der Europa League? Fussi! Zeit läuft. Also, vier englische Vereine, zwei im Champions League-Finale, zwei im Europa League-Finale. Wer hat's geschaut? Also, Fussi, für dich interessant? Ja, also ich finde es gut, wenn so Leute auch mal mit einem Schläger in so einen Chör rein. Okay, das Polo ich meinst ganz du, gut. In die Richtung geht ja nur die Nummer, dann würde ich dir an der Stelle beenden, das bitte. Aber Bernd Schneider bin ich großer Fan. Bernd Schneider? Ja. Und das Traumtor jetzt von Oliver Neuville. Wie war denn super. Bernd Schneiders Spitzname? Bernd. Nee, warte mal. Chat weiß es wahrscheinlich. Ja. Irgend so ein brasilianischer Spitzname. Naja, lang. Long is a go. Zeit läuft ab und ist in dem Moment vorbei. Spielt David Odonko eigentlich noch? Machen wir ganz kurz. David Odonko habe ich bei Shopping Queen gesehen. Wirklich? Komplett ausgerastet. Wichtig jetzt für die nächste Frage. Hätte aber auch ein Weißer sein können, ja. Es ist nur ein Audio-File. Richtig. Also, Achtung, absolute Aufmerksamkeit, denn bei der achten Frage müsst ihr eure Ohren spitzen. Wir fragen, welcher Politiker spricht hier? Und wir lauschen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden so lange streiten, bis ihr etwas ändert. Das sind die Worte der Schülerin Greta. Wer spricht da? Welcher Politiker ist zu hören? Ja. Die Uhr, lieber Andreas. Das hast du ja doch gerade spontan ausgedacht. Uhr läuft. Zu fünf kriegt ihr beides hin. Also, Vor- und Nachname fragt Colin zu Recht. Nur das gilt. Position ist obsolet. Wen haben wir da gehört? Ui,
Oh shit, das kommt jetzt schon, ne? Mach, ne? Ja, gut. Ich glaube auch. Das kann eigentlich jetzt nach dem Ausschluss. Ja. Also bin ich ziemlich sicher, dass jetzt der sein. Ja, ja, ja. Müsste der richtige Vorname sein. Oh, Teufel, ist noch eins. Du kannst gleich zu mir kommen. Zeit läuft unerbittlich. Und man fragt sich, welcher Politiker war das denn nochmal? Und wir wissen ja, die Leute kennen viele Politiker. Heute wieder bei Welt den AfD-Vorsitzenden wieder gesehen, wo ich dachte, wirklich? Ich will einfach nur frühstücken. Habe ich wirklich freiwillig zum Morgenmagazin rübergeschaltet. Weil also, ich falls 10 ich Minuten Interview nicht angehen würde. Falls die Leute sich da draußen. Nein! Zeit abgelaufen! Also. Also, du beziehst deine Infos also von der Welt, ja? Also, für die Welt, Leute, die sich fragen, welche politische Gesinnung du verfolgst. Naja, Leute, die alle Moin Moins mit mir gesehen haben, wissen das natürlich längst. Und das sind im Schnitt 12.000 Leute. Also, achte Frage haben wir hinter uns, neunte Frage. Und das wirkt ein bisschen wie die Colin Gäbel-Frage, denn komm mal bitte zu mir. Wir sehen hier vier Produkte. Und die Frage dazu ist, ordne diese Lebensmittel aufsteigend nach ihrem Zuckergehalt. Hier sehen wir zum einen Krautsalat. Wir sehen, wichtig, ein Sechserpack Fruchtzwerge, Vorsicht, dass du das Zuckerangaben-Ding nicht mit reinhältst, kleines Nüsschen. Wir sehen Cranberries und wir sehen Curry King. Wichtig hier, es geht nicht prozentual um auf 100 Gramm runtergerechnet, sondern um das ganze Produkt. Also ordne diese Lebensmittel aufsteigend nach ihrem Zuckergehalt. Aufsteigend heißt, startet mit dem geringsten und das größte ist. 4. Mit dem Würfelzucker zeigen wir euch gleich, wie viel Stückchen Zucker da drin sind. Ordnet es. Wie viel Zucker ist da drin? 4 Produkte. Fruchtzwerge, Krautsalat, Cranberries, Curry King. Und nein, es sind nicht die Sponsoren der Folge. Die kommen gleich. Könnte aber auch gut sein. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Gut. War nicht drauf, war zu kurz und nicht scharf. Muss länger da bleiben, dann gibt's die Chance umzuschneiden. Diese 4 Produkte, wo ist am meisten Zucker drin? Bitteschön. Hashtag Kneipenquiz. Hashtag Diabetes für diese Frage. Hashtag RBTV nehmen wir auch nochmal mit. Komm. Da sind zwar irgendwann noch Let's Plays von Chris und Wolf irgendwie da in dem Hashtag. Nehmen wir alles mit. Scheiß drauf, Mann. Zeit abgelaufen. Und das kann ich dir sagen, Markus. Es sind 400 Gramm Krautsalat. Ja. Also, wir kommen zur 10. Frage, mein lieber Krabian Fahne. Und da müssen wir was austeilen. Jawohl. Denn die 10. Frage lautet, und keine Angst, die Zeit läuft erst, wenn ihr das vor euch habt, finde die 3 Fehler. Und dazu bekommt ihr ein Suchbild. Ihr könnt es mit einem Stift einfach einkringeln. Finde die 3 Fehler haben alle, dann läuft jetzt die Zeit und die Zuschauer sehen auch 3 Fehler im Bild. Zeit läuft. Da nochmal sehen wir den Fotografen Marco J. Dreves. Oder also ein Fehler könnte ja schon mal sein, dass Budi vor der Kamera ist, ne? 3 Fehler. Das ist peinlich. Für mich eine der 5 Säulen des Senders. Grüße gehen raus. Weiß nicht, was das Säul. 3 Fehler sind zu finden, 3 Fehler sind einzukreisen. Da wird selbstbewusst der Stift gedroppt. Das heißt, ein Flüchtigkeitsfehler höchstwahrscheinlich bei diesem Team. Soll man nicht sagen, auf welcher Seite der Fehler ist? Nein. Nö. Okay. Naja, ist eigentlich egal. Wenn Sie sich eins suchen, ja. Dann finden Sie das hier. Danke nochmal an Hannes, der das Ganze angefertigt hat für uns. Gut, Zeit abgelaufen.
Und ihr Lieben, das waren die ersten 10 Fragen. Das war der erste Block. Fabian reißt den Teams rigoros die Blätter aus der Hand. Wir haben hier gleich noch die Auflösung dieses Blocks. Außerdem 20 weitere Fragen. Wir sehen uns gleich wieder. Hashtag Kneipenquiz. Bis gleich beim Kneipenquiz. Das Kneipenquiz. Und damit herzlich willkommen zurück zu dem Format, wo ich meistens eine Oktave höher spreche beim Kneipenquiz. Die Stimmung ist, naja, am Köcheln, würde ich sagen. 4 zauberhafte Teams haben sich heute eingefunden, um dieses Kneipenquiz zu bestreiten. Ist eine schöne Stimmung. Ist heute mal so eine Stimmung, wo man sagt, wenn man reinkommt, oh, ich würde mich hier hinsetzen, ich würde noch einen Absacker trinken. Ich würde nur das ein oder andere Rahmschnitzel bestellen. Ne? Keine Rocker heute da und so. Alles ein bisschen entspannter. Die ersten 10 Fragen liegen hinter uns. Die wurden ausgewertet. Und lieber Fabian, wenn es an mir geht, würde ich sofort in die Auswertung schreiten. Ja, können wir. Wie siehst du es? Ja, du bist noch bei den Zuckerwürfeln, denkst schon 5 Fragen weiter. Aber das machen wir ganz entspannt. Hier das Scoreboard wie gehabt. Und in der ersten Frage wollten wir wissen, welche dieser Parteien ist für die Europawahl zugelassen? Aber eigentlich haben wir gecheckt, wer von euch war schon wählen? Denn der hat die ganze Liste wahrscheinlich schon gesehen. Liebe Benjamin Bierchen, sehe ich gerade, ich muss gucken, wer gerade nicht den Mund voll hat. Lieber Nils. Ja, also wir hatten natürlich, Maras erster Impuls war natürlich, es ist die Hundepartei, aber da ist sie auch emotional befangen. Zum einen hat sie auch irgendwie so ein Tier hier unterm Stuhl sitzen. Ja. Aber Moritz hat dann gesagt, er hat die Liste schon komplett durchgelesen und da waren zwar Tierparteien, aber keine Hundepartei. Und deswegen haben wir uns geeinigt auf was, die menschliche Welt. Einfach, weil wir der Meinung sind, so eine Partei bräuchte es. Selbst wenn es sie nicht gibt, es bräuchte eine Partei für die menschliche Welt. Und deswegen würden wir sie wählen und ich hoffe, es gibt sie auch. Ist das wirklich eine Antwort oder ein Statement? Gibt es Gegenstimmen dazu, während ihr alle fleißig am Essen sind? Gibt es jemanden, der gesagt hat, nein, Moment mal, wir sind da in eine ganz andere Richtung gegangen? Matthias, schaut mich schon so freudig erregt an. Bitteschön. Wir hatten so den ersten Impuls, ich habe letztens Briefwahl, aber ich habe den Wahlzettel auch nur so überflogen, weil es zu viele Namen waren. Aber mein erster Impuls, für den wir uns dann auch am Ende entschieden haben, war ja die Wohnraumverteidigungsliga. Ich glaube, die habe ich, ich meine, das wäre mir irgendwie ins Auge gesprungen. Es kann aber auch vollkommen daneben liegen. Aber wir haben uns darauf festgelegt und deswegen ist das auch die richtige Antwort. Also, damit wird mir hier die Lösung diktiert von Matthias. In der Tat ist aber die richtige Antwort die menschliche Welt. Benjamin, Bierchen hat es richtig, die Plörrepäpste freuen sich, haben sie es auch richtig? Yes, ja. Das sind die beiden einzigen. Oh, also die Plörrepäpste haben es richtig und Benjamin, Bierchen alles richtig, falsch, Wissen ist Macht, Spaß und Game to Schlau für diese Welt. Team Heiden hätte das aber wahrscheinlich gewusst. Ja, also. Wie heißt die große Liebe vom Glöckner von Notre Dame? Bitteschön, Lisa hat es letzte Woche noch mitgehabt zur Schule und gelesen, hätte ich beinahe gesagt. Ich habe es tatsächlich noch nie gelesen, aber Anja und Fabian wussten direkt die richtige Antwort. Und zwar heißt Esmeralda. Esmeralda, richtige Antwort. Da gibt es nichts zu rütteln. Das kommt raus, wenn man überlegt, wir müssen noch irgendeine Frage zu Notre Dame machen. Ja. Dann nimmt man das Naheliegendste. Und wer hatte das denn richtig, Fabian? Und nimmt dabei natürlich auch billigend den Kauf, dass jeder die Antwort richtig hat. Wirklich? Ja. No, hätte ich nicht so gedacht. Aber gut, also Plörrebabs haben es richtig. Game zu schlau für diese Welt. Ja, das hätte auch Team Heiden gewusst. Wissen ist macht Spaß. Und Benjamin Bierchen. Jetzt bin ich gespannt. Dritte Frage. Welche zwei Märchen verbergen sich hinter diesen Emojis? Bitteschön, ich frage noch nicht, Wissen es macht Spaß, weil da ja Ostdeutsche am Tisch sitzen. Plörrepäpste, bitteschön. Alvin. Ja, Andreas. Die Frage war schwierig. Danke. Es wurde ja nach zwei Märchen gefragt. Das zweite wussten wir relativ schnell. Nämlich? Knüppel aus dem Sack. Das kam
Kennt ihr es nicht? Fischlein deck dich, Esel schreck dich, Knüppel aus dem Sack. Ich glaube, Knüppel aus dem Sack ist die Porno-Version von dem Märchen, was wir suchen. So hab ich's beigebracht bekommen. ja. Und das erste hat uns ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht. Wir sind uns auch nicht ganz sicher. Wir hoffen. Wir sind uns nicht sicher, weil es kein Märchen ist. Aber wir ja, es ist ein modernes Märchen. Wir hoffen auf euer modernes Verständnis von Farm der Tiere, wo am Ende die Küken alle befreit haben und die Schweine-Nazi-Diktatur beendet. Gegenstimmen. Bitteschön. Ja, also sagen wir mal, es verhält sich da doch relativ eindeutig mit den Märchen. Da werden sich sicherlich die anderen Tische hier werden einig sein. Das erste Märchen war Colin, selbstverständlich. Du warst ja da, als die geschrieben wurden. Genau. Ja. Ich habe teilweise mitgeholfen. Also das erste Märchen war selbstverständlich das Märchen vom Hans im Glück, der sich immer schlechter tauscht. Am Anfang der Sack mit Geld, am Schluss das Küken. Kann so manchem auch hier drohen. Und das zweite Märchen heißt nicht Knüppel aus dem Sack, sondern Tischlein deck dich. Tischlein. So. Anja, bitteschön. Wir haben das zweite auch nicht. Also. Was? Nee. Ich habe nämlich in der Recherche gedacht, das sind so Ostmärchen eigentlich. Ich kenne keine Märchen. Also ja, ich bin aus dem Osten, aber ich kenne keine Märchen. Also völlig richtig ausgeführt von Colin. Erstes Märchen, in der Tat, Tischlein deck dich. Zweites, Hans. Ja, 300. Ja. Also, in der Tat, Hans im Glück, die Geschichte, wo sich Hans immer schlechter tauscht. Das kennt natürlich Markus noch vom Trading Card Game für Pokémon. Aber früher hieß das Hans im Glück. Und wer hatte das denn richtig? Komplett richtig hatte das Team Benjamin Bierchen. Oh. Team Game Too Schlau für diese Welt. Ja. Und Wissen, es macht Spaß, hatte einen Titel richtig, aber was machen wir denn da? Da machen wir gar nichts! Ohne Mikrofon existiert es nicht. Wieso gibt es keinen halben Punkt? Gibt das ist keinen. Der klassische halbe Punkt. Es nee. Ist die Auswahl von zwei und man muss eins finden. Natürlich! Das welchen zu easy. Klassischeren halben Punkt? Das ist zu easy. Was? Das ist ein Ostmärchen. Das merke ich nochmal. Der halbe Punkt. Es gibt an der Stelle keinen Solidarzuschlagspunkt für Wissen, es macht Spaß. Und die Plörre-Päpste hatten es auch nicht. Nee, ja, die hatten ja zwei falsch. So, die Plörre-Päpste. Dritte Frage. Okay, vierte Frage. Uiuiui. Fabian ist zurück aus Amsterdam. Was hat er denn mitgebracht? Unsere Amsterdam-Touristen vielleicht mal outen. Könnte strafrechtlich auch relevant werden. Da fragen wir mal Lisa. Was hat Fabian denn mitgebracht aus Amsterdam? Geflügel, Kalbsfleisch, Rindfleisch, ja. Käse, ja. Und Brot, ja. Und ein frisches Getränk. Und? Ja, come on. Und? Ein frisches Getränk, habe ich ja, gesagt. Ja, und? Was noch? Nee. Mehr haben wir nicht. Okay. Saft. Saft, sagt Sarah. Wir schauen mal in die Auflösung rein. Fabian, hast du das vorbereitet? Denn ich war in Holland im Supermarkt und habe ein paar fantastische Sachen mitgebracht. An der Fleischtheke gab es schönes Geflügel, Rindfleisch und Kalbsfleisch. Dazu ein schönes Stück Brötchen mit Käse. Zum Trinken habe ich hier ein fantastisches Erfrischungsgetränk oder einen Saft. Gehört zu, ihr Arschgesichter. Wir haben nur den Erfrischungsgetränk. Klassische 0,9 Punkte. Anja? Oder ein Saft. Wir haben oder ein Saft. Wir haben uns für ja, was hast du denn nur dabei gehabt? Erfrischungsgetränk nee. Oder ein Saft? Die konnten sich ja was aussuchen, aber ich hatte theoretisch alles dabei. Doch. Doch. Ich habe alles dabei. Ich habe alles dabei. Wer hatte denn alles richtig? Ja, also wie hier das Team um Game 2 schon angedeutet hat. Ich muss mal kurz in meinen... Oder hatte Sarah nur den Saft? Sag einfach, sie haben alles richtig. Also, Game 2 hatte alles richtig. Yes. Bei Wissen, es macht Spaß, fehlt natürlich der Saft. Ja.
Weiter. Bei Plörrepäpste, da fehlt das Kalbsfleisch. Aber die essen auch in Frieden, da kann ich schnell nix machen. Ja. Weiter. Und bei Benjamin Bierchen, da fehlt auch eine Menge, da fehlt... Also das stimmt ja gar nicht, bei uns fehlen die Getränke, weil wir wussten, wir konnten die Getränke nicht identifizieren und dann haben wir aufgegeben und sie weggelassen. Wir sind wenigstens ehrlich und versuchen jetzt hier nicht im Nachhinein bereits zum wiederholten Male uns irgendwelche Punkte zu ergaunern. Und ich muss dazu aber auch sagen, dass am Tisch Game 2 jemand sitzt, der holländisch oder niederländisch spricht oder flimmt. Und ja, also es ist schon eine leichte Bevorteilung. Vielleicht sitzen an anderen Tischen auch Menschen, die sich mit diese Fußball fremde auskennen. Zunge auf fließend spricht, am Tisch sitzen zu haben, ist schon auch eine leichte Überforderung. Und deswegen würde ich, das ist nur eine Frage, ich weiß nicht, wie die anderen Teams das sehen, mal zur Diskussion stellen, ob diese Frage nicht rausgenommen wird. Also, Sarah steht kurz vor der Live-Verbrennung, aber du kannst dich natürlich noch verteidigen. Bitte tu es. Bist du eine Holländerin? Nein. Dann geht der Punkt. Ich spreche auch kein Holländisch. Ich verstehe Holländisch. Und meine Großmutter lebt seit 10 Jahren in Holland. Aber ich verstehe es. Und Sarahs Großmutter guckt heute auch zu. Hallo Großmutter. Schande auf euch. Gut. Großeltern lassen wir durchgehen. Das ist ja erweitert unsere Zielgruppe, muss man auch sagen. Muss man wirklich sagen, das ist, was wird sie sein? 16, dann sind die 40. Ja, gut. Alles klar. Da guckt man sich so ein Eddie schon ganz gerne an, ne? So, also Benjamin Bierchen hat es nicht richtig gehabt. Keine Getränke in diesem Menü. Wissen, es macht Spaß. 6 von 7, das ist kein halber Punkt. 3,5 von 7 wäre ein halber Punkt. 6 von 7, kein halber Punkt. Was haben wir hier? Achso, hätte Team Heiden das gewusst? Ja, die hätten das gewusst, sagt Marco zu Recht. Was war die dritte Frage? Ja, Märchen kennen die nicht, das kennen die nicht. So, 5. Frage. Was fanden Forscher kürzlich bei einem Tauchgang in einer Tiefe von 10.928 Meter neben kriegsartigen Geschöpfen? Marco, bitteschön. Ja, du wolltest, oder? Nee, abkürzen. Wir hatten überhaupt keine Ahnung. Oh, also wir haben nur geraten. Bitte? Und wir hoffen, dass das die richtige Antwort ist. Hau raus. Ja, ich weiß nicht, was hatten wir gesagt? Wir hatten, dein Humor? Nein, Riesenkalmar. Haben wir gesagt. Oh. Was war das erste? Also, wir sind uns ziemlich sicher, wir wissen nicht, ob es dieselbe Expedition ist, aber kürzlich hat tatsächlich eine Expedition neben Krebsgetieren auch einen Riesenkalmar entdeckt. Und da das nicht weiter präzisiert wurde, ist diese Antwort in jedem Fall richtig. Ah. So. Also, interessant. Nils Cousteau hier mit der meeresbiologischen Antwort. Plörrepäpste, würde mich mal interessieren. Was macht ihr so eigentlich? Geht ihr mal auf Spiegel? Ja. Tagesschau.de, mal Tagesschau in 100 Sekunden. Auf jeden Seite steht das. Und jeder weiß, dass da rosa Geysire gefunden worden sind. Oh. Mehr sage ich dazu nicht. Das weiß doch jeder. Ich hab Marco Giesel damit. Marco Giesel stirbt gerade. Marco, du musst noch für die Kamera weiterlachen, sonst ist das nicht Thumbnail relevant. Marco Giesel wird gerade selber zum rosa Geysir. Wow. Ja. Wir haben einige so glücklich gemacht mit der Antwort. Also allein dafür muss es diesen Punkt geben, finde ich. Team Wissen, es macht Spaß. Bitte errettet mich von dieser safen Frage für alle Teams eigentlich. Bitte schön, Lars. Ich bin ja so ein kleiner Tiefsee-Experte und da muss ich sagen, dass weder eine Riesenkrake noch ein Geysir irgendwie eine Meldung wert werden, weil die ja schon längst entdeckt wurden und das hättet ihr jetzt nicht mit rangenommen. Was aber durchaus eine Meldung wert wäre, wäre doch, wenn Plastik bereits so tief gesunken ist und bereits in der Tiefsee nun vorhanden ist, denn normalerweise schwimmt das Plastik ja auf den ersten Metern der Wasseroberfläche, aber jetzt hat es bereits die Tiefsee erreicht. Die Frage ist, Plastik so tief gesunken wie Lars und ich? Die Antwort ist ja! In der Tat, Plastiktüte wurde dort gefunden. Aber im Maul eines Riesenkalmars. Nein. Nein, also wer hatte das richtig? Offensichtlich wissen, es macht Spaß. Genau, und Game 2.
Game 2 auch wieder. Oh, das wird heute, das wird eine enge Kiste heute, Leute. Ja. Wissen ist, macht Spaß, holt sich den Punkt. Und Game 2 holt sich den Punkt. Und die Plörrepäpste liegen daneben, aber bringen sich in Stellung für einen Kreativpunkt. Das ist heute wieder drin bei den Plörrepäpsten. Und Team Heiden hätte das verdammt nochmal gewusst und deswegen hätten die gewonnen. So. Und hier Benjamin Bierchen hat es nicht gewusst. Zwei Teams richtig. Nein! Es gibt keine. Naja, vielleicht später. Stimmt, ich kann keine halben Punkte heute mehr geben. Ja, ne? 6 von 7, das hatten wir schon mal bei diesem Backe-Backe-Kuchen-Ding. So, 6. Frage, welche Sternzeichen, welche Sternbilder sehen wir hier? 4 haben wir euch gegeben. Und wir fragen mal die Plörrepäpste, die ja immer nach den Sternen greifen. Die mal. Hi. Bitteschön, was habt ihr da gewusst? Wir hatten Schütze, Jungfrau, Skorpion und Waage, genau. Weil das so am ähnlichsten grundsätzlich so den Formen nach entsprach. Haben wir die Grafik nochmal da? Ja. Für die Zuschauer, wir schauen nochmal drauf. Liebe Teams, ja. Dima, ordne mal zu. Also A ist meiner Meinung nach ein Skorpion, B ist die Jungfrau, C ist der Schütze und D ist die Waage. Das war so unser Ergebnis. Und wir schauen mal ganz kurz zurück in die Teams und fragen, da gab es einiges Nicken, aber auch einiges Kopfschütteln. Wer möchte denn mal korrigieren, falls das überhaupt notwendig ist? Offensichtlich Zustimmung. Also Andreas, warum dir jetzt gerade keiner antwortet, könnte unter anderem daran keiner, liegen, richtig? Dass es niemand richtig hat. War halber für alle. Ja. Wir schauen mal auf die Auflösung, denn da war schon ein bisschen was Richtiges dabei, aber die Buchstaben waren komplett falsch. Ja. Wir schauen mal auf die richtigen Sternbilder, lieber Fabian Krane. Genau, wir zeigen einfach nochmal dasselbe Bild und ich sag, was die Auflösung ist. Weil wir natürlich dieses Antwortsheet vorbereitet haben. Ja. Also A wäre Stier gewesen. Genau. B wäre Skorpion. Ja. C wäre Waage. Ja. Und D wäre Schütze. D, die Schütze. Und das ist nicht irgendeine Waage, das ist die Garmin Smart Scale. Genau, investiert jetzt auch in Kneipenquiz. Hatte keiner richtig, das machen wir schnell, bevor die Teams sich beschweren können. Kein Punkt, Team Heiden. Nee, die sind keine Traumfänger. 7. Frage, welche 4 englischen Vereine stehen im Finale der Champions League und Europa League? Bitte schön, Nils, erlöst mich. Ich empfand diese Frage als Beleidigung, selbstverständlich. Im Champions League-Finale der HSV und Liverpool. Und, nein, natürlich Tottenham und Liverpool. Und Chelsea und Arsenal spielen das Euroleague-Finale. Und es ist so lustig, dass einige Leute das offensichtlich nicht richtig haben. Es ist wirklich schockierend. Sagt der Mann, der ein Fußballformat auf dem Sender hat und sich deswegen damit beschäftigen muss. Bundesliga, gerne mal einschalten. Oder genau. Als Podcast hören, wie halb Deutschland, muss man sagen. Wer hatte das denn richtig? Das hatte Team Benjamin Bierchen richtig. Offensichtlich. Wissen ist, macht Spaß. Mm. Plörrepäpst hat es falsch. Da ist, hat sich irgend so ein Leeds mit eingeschlichen. Man wird doch wohl die 30 London-Vereine auseinanderhalten können. Ja, ja? Und Game 2 hat irgendwie, ist irgendwie davon ausgegangen, dass Manchester City auch in irgendwelchen Finalen mitspielen würde. Nee. FIFA 19, ja. Aber sonst. So. Und können wir das nochmal hören? Wir zeigen es gleich. 8. Frage war, welchen Politiker hören wir hier? Und da bin ich auf eure Antworten gespannt. Wissen ist, macht Spaß. Bitteschön, ich Lisa. Ich habe gesagt, das sei Anton Hofreiter. Widerspruch. Wir schauen in den Clip rein, ob das Gesicht zur Stimme passt. Sehr geehrter Herr Präsident, wir hören's. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden so lange streiten, bis ihr... In der Tat richtig, Anton Hofreiter. Ich glaube, Fraktionsvorsitzender. Ja, oder Bundeskanzler. Irgendwie ja, was dazwischen. Da, das fehlt noch. Wissen ist, macht Spaß. Kriegt einen Punkt? Offensichtlich. Wissen ist, macht Spaß. 8. Und Game 2 mal wieder. Game 2 schlau für diese Welt.
entpuppt sich das wirklich als Prophezeiung, dieser Name. Ja. Aber auch nur zu schlau für die Welt, denn die Sternbilder wussten sie wiederum nicht. Ja. Was haben wir denn bei den Plörrepäpsten? Wusstet ihr das? Nö. Was habt ihr getippt? Wir haben halt, also, wir hatten halt keine Ahnung, ich habe die Rede sogar gehört, aber ich kann mir natürlich weder Gesichter noch Namen merken, dass es Felix war, konnte ich ja nicht ahnen. Er hat die Rede sogar gehört? Ja, aber ich habe es halt nur gehört, ich habe mir nicht angeguckt, von wem die ist, und ich kann mir sowieso leider keinen Namen merken, deswegen haben wir irgendwas geraten, was im Kopf so rumschwirbelte, dass irgendjemand aus Berlin ist, und haben, glaube ich, Günther Oettinger geschrieben. Irgendwas aus Berlin? Günther Oettinger, der einzig bekannte EU-Kommissar. Aus Berlin. So, und was haben wir? Das vierte Team fehlt noch. Nö, doch, Benjamin Bierchen hatte es nicht. Nee. Richtig. Okay. Nicht schlimm, Team Heiden hätte das natürlich aber sowas. Benjamin Bierchen ist von Markus Söder ausgegangen. Irgendwas in Bayern. Was? Ja. So dumm? So. Also, wir kommen zum... du hast schon vorbereitet, du hast schon die Lösung parat, sehe ich gerade, ne? Ja. Neunte Frage war ja, ordnen diese Lebensmittel aufsteigend nach ihrem Zuckergehalt... Aufsteigend, also vom geringsten zum höchsten. Und hier versteckt sich eine kleine Überraschung. Kleine Überraschung, wir sehen hier, Curry King hat, wie viel, acht Stück Würfel Zucker sind hier drin. Wir haben die Fruchtzwerge mit 12. Mit 10. 6, sind hier 12? Nee, sind 10. Sind 10, ne? Wir haben hier 36. Nein, wie viel haben wir beim Krautsalat? 24? 17. 6, 9, 12, 15, 17. Und die Cranberries ganz weit vorne, diese Packung. Wie viele Stücken Zucker befinden sich da? 26. Da könnte man noch mal einer meinen, hier, ne, gesund und so. Nee. Zucker, ne? Curry King ist gesund. Curry King kann man sich also leisten. Jetzt bin ich mal gespannt, wer hatte das denn richtig, unsere Zuckerfront? Andreas. Niemand? Und du weißt ja auch, dass die Leute hier bei Rocket Beans TV große Zuckerfreunde sind und sich gut mit Zucker auskennen. Dementsprechend hatte es natürlich niemand richtig. War aber auch tricky. War tricky. Die gleiche Frage mit Obst hätten hier alle gewusst. Ja, eben. Fruchtzucker. Aber klar, das isst hier niemand. Das ist das sogenannte Learning, was man aus solchen Fragen zieht. Das ist das, was man mitnimmt. Beim nächsten Einkauf sagt, lass den Krautsalat stehen. Wir machen zum Steak lieber Curry King warm. Ist weniger Zucker drin. Zehnte Frage war, findet die drei Fehler, und das musste doch möglich sein in einer Minute Zeit. Wir schauen mal auf die Kringel. Wobei, man könnte auch jedes Team fragen und sie sollen es grob beschreiben, was denn falsch war. Hat jemand noch eine Ahnung, was da so falsch war? Zehnte Frage, das Fehlersuchbild, Moritz Nietz. Der Teppich war falsch, die Pflanzen waren falsch und da so ein komischer Becher im Regal oder was das war. Nietz, kleiner Vorteil natürlich, war beim Foto dabei. Ja. Und auch beim Fotoshooting für die Fehler dann dabei gewesen. Wir schauen auf die Auflösung. Danke nochmal, Hannes, für die Grafik. Und in der Tat, rechts der Becher, unten der Teppich und links über Nietz. Haben wir da nochmal den Vergleich? Nö. Zufällig da, wie das dann im Gegenspiel aussah. Frage aber auch, ist jemand richtig dumm, fragt Hannes. Hat das jemand nicht gewusst? Naja. Was heißt naja? Naja heißt, es gibt da schon noch ein gewisses Diskussions. Komm mal bitte zu uns. Ja. So. Was wissen, es macht Spaß. Haben die das eingekreist? Ja, die haben das eingekreist. So. Also, wer ist auf jeden Fall... Wissen, es macht Spaß, hat's richtig. Hätten natürlich auch einen Farbstift nehmen können, aber ist nicht schlimm. In der Tat richtig. Wissen, es macht Spaß. Ja. Richtig. Ja, die müssen nur danach wieder drauf. Benjamin Bierchen. Ein richtiger, zwei richtiger, drei richtiger Benjamin Bierchen. In der Tat. Nils kennt seine Fotos natürlich aus dem FF. Die Plörre-Päpste. 1, 2, 3. Und was machen wir hier bei Game Too Schlau für diese Welt? Rot. 2 und 3. Also alle haben es richtig. Alle können gucken. Sehr gut. Mein Applaus für euch, Liebe. So. 1. Wir schauen damit auf den Punktestand nach 10 Fragen. 1, 2, 3 für die Plörre-Päpste.
Das Entertainment Quartett. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte für Game Too Schlau für diese Welt. Team Heiden, okay. 1, 2, 3, 4, 5 für Wissen ist Macht Spaß. Und Benjamin Bierchen, 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Und das habe ich prophezeit. Es wird heute ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es bleibt... Ja, bitte? Spannend. Dankeschön. Also, Gesellschaftsspiele sind Trumpf. Ja, das kommt auch bald wieder. 25. Juni. 25. Juni, also... Oh, wir liegen den Titel jetzt aber noch nicht. Ne? Da machst du einen extra Teaser zu. Gut, also, das waren die ersten 10 Fragen beim Kneipen-Quiz. Und wir sehen uns gleich wieder mit den nächsten 10 Fragen. Hier, Hashtag Kneipen-Quiz interagiert. Quizt mit, denn wer quizt, ist schlauer. Das Kneipenquiz. Das Kneipenquiz. Zurück beim Kneipenquiz. Speziale heute live aus Studio 15 unserer Heimat, unserem kleinen Bar-Setting. 4 Teams haben sich versammelt, denn sie wollen wissen, wer weiß denn hier eigentlich am meisten. Und wir haben 10 Fragen schon gespielt. Wir sehen den folgenden Punktestand. Plörrepäpste 3, Game Too Schlau für diese Welt 6 Punkte führen damit und gleich auf 5 und 5 jeweils für Business macht Spaß und Benjamin Bierchen. So, wir kommen damit völlig unverblümt zur Runde 2. So, Krabian Fahne teilt da die Bögen aus. Wenn ihr sagt, ey, das ist doch ein geiles Video, dann lasst gerne einen Kommentar da oder ein Klatschen. Das mag ich auch immer ganz gerne. Kommentiert ein Klatschen. Könnt uns gerne abonnieren. Glocke! Die Glocke läuten, huiuiui. Oder wenn ihr sagt, ey, wir haben Bock auf so geile Shows, dann kommt doch in den Rocket Beans Supporter Club. Da gibt's auch mehr von mir. Exklusiver Content. Ja, exklusive Instagram Stories. Unter anderem. So, zweiter Block, alles ist ausgeteilt. Wir können direkt weitermachen mit der 11. Frage. Die da lautet, wie heißt Prince Harrys Kid Archie mit zweitem Vornamen? Zeit läuft und das ist unsere Frage. Wer war auf Bild.de? Wir hatten die Spiegel-Online-Frage, das ist die Bildfrage. Eine Minute Zeit. Prince Harrys Kind Archie mit zweitem Vornamen. Zweiter Vorname. Zeit lübt. Jetzt, sagen wir mal. Ich guck mal, was uns gleich neu erwartet. War nicht Archie? Okay. Ich meine, besser beschrieben. Das war doch ein Wortwitz. So was wie Archie Bald? Aber denkt ihr auch? Ich wusste nicht, was der zwei Kinder. Ich will es auch gar nicht wissen. Ist der zweite Name seines ersten Kindes. Okay. Naja, dass er überhaupt ein Kind hat, wusste ich auch nicht. Wem denn? Archie Lorem Ipsum. Also im Chat sehe ich ja schon richtige Antworten. Chat siehst du richtige Antworten, aber Chat ist natürlich auch online. Eben. Im Gegensatz zu unserem Stream. Wir haben keine Ahnung. Wenn ich jetzt meine Mutter anrufen dürfte, ich glaube, die weiß das. Echt? Ja, die hat ein ganzes Royal Wedding und ganz hätte Art. Ich hätte Archie Autos gewonnen. Und Zeit abgelaufen, lieber Fabian Krane. 11. Frage liegt hinter uns, Nummer 12. Sage ich ganz ehrlich, hätte ich auch nicht gewusst. Aber das ist völlig irrelevant. Ihr müsst es jetzt wissen und ihr seid zu fünf, denn wir fragen, wir sehen die Wappen von 3 Bundesländern. Nenne sie. Zeit läuft. ABC für folgende 3 Bundesländerwappen. Habt ihr das schon mal gesehen? 16 Bundesländer zur Auswahl als kleine Hilfestellung an der Stelle. Genau, und das Wappen von Helgoland ist ja leicht zu erkennen. Wappen von Helgoland, wir reden nicht von der kleinen Staaterei in Deutschland mit über 200 Kleinstaaten. Wir sind in der 16er Fassung gerade. Für die Historiker. Damit Colin weiß, in welchem Zeitalter er antworten muss. Zeit läuft. Kleiner Tipp. Ich wusste es nicht, nein. Mallorca ist nicht dabei. Okay, den Gag hast du schon mal in einer anderen Version. Ja, okay. Die Leute lieben es. Echt?
Also. Sie können ja auch noch zwei Farben leisten, oder? Welche drei Bundesländer verbergen sich hinter diesen Wappen? Und man kann schon mal sagen, als Tipp, sehr löwenlastig das Ganze. Ja. Was hat Deutschland eigentlich mit dem Löwen? Ist das der nemeische Löwe? Ist das Joachim-Löwe? Circus Roncalli wahrscheinlich. Roncalli, gut. Ist der noch in der Jury von Gretin Hensler? Nee, von DSDS. Gut. Wird rausgeschnitten später. Ja. Oh. 13. Frage. Liebe Alkoholiker unter uns, welche Biersorte ist nicht nach dem Ort, in dem sie gebraut wird, benannt? A. Hasseröder. B. Klausthaler. C. Bitburger. Unsere lieben Freunde an der Stelle. Welche Biersorte ist nicht nach dem Ort, in dem sie gebraut wird, benannt? Zeit läuft leicht verspätet. Eine Minute Zeit. Wir haben für die Recherche alle Biere getrunken in Deutschland. Und eins davon ist nicht nach dem Brauort benannt. Das ist eine schöne Frage. Das ist so eine Frage, die mir nach den Tagesthemen einfällt. Weißt du? Das ist auch sympathisch an guten Moderatoren irgendwie, dass sie auch ab und zu mal sich selber loben. Ja. Für ihre Fragen. Und wenn das für Etons nicht macht, weil die uns nicht auf dem Schirm haben, was wir hier so tagtäglich in den Äther pumpen, dann ist das eben so, ja? Dann bin ich halt nicht der Optenhövel, der Neue. Vom Haaransatz schon. Welche Biersorte ist nicht nach dem Ort, in dem sie gebraut wird, benannt? Hasseröder, Klausthaler oder Bitburger? Lars kennt natürlich Bitburger. Guck mal, wir sind so richtig. Zeit abgelaufen, sagt Fabian Kahne völlig zu Recht. Oi. Alvin, Achtung, Frage für dich, würde ich mal sagen. Matthias weiß auch Bescheid. Hei. Die Leute staunen zu Recht und sind empört, denn die Frage lautet in der Tat, lieber Nils, welche Farben haben die Steine auf dem Infinity-Handschuh von Thanos aus Infinity War? Nachfrage. Ihr habt dort alle Stifte, schaut mal, ihr habt einen Pack Stifte vor euch. Diese Stifte geht es zu benutzen. Alle Farben sind logischerweise da. Bitteschön. Und wir zeigen mal für die Zuschauer, wie der Handschuh genau so sieht er in der Tat aus, auch für das Publikum und für die Kandidaten. Alles weiß. Alle Farben. Denkt dran, 6 Farben geht es hier auszumalen. 6 Infinity-Steine. Lars. Naja, frage ich gleich. Das ist eine typische Lars-Frage. Ich wollte natürlich Cross-Promo mal wieder machen. Endgegner Marvel. MCU. Kommt ja auch demnächst. Ja. Läuft über den Sender. Okay, wer ist dabei? Dennis Heinrichs hat auch diesen Infinity War-Handschuh. Ich habe ihn gefragt, ob er den mitbringt fürs Kneipenquiz. Hast du eigentlich schon umgedreht, nein. Ganz kurz? Zeit läuft, meine Güte. 40 Sekunden, was wird was das wieder sein? 10, einfach 30. Nur gesagt, nein. Nein. Das zeigt auch, was für ein Vertrauen du innerhalb der Firma genießt. Gar ja, keins. Auch bei den männlichen Mitarbeitern. Ja. Zeit läuft, gefühlt 40 Sekunden vorbei, immer noch. Ja, wie viel Zeit braucht man, um 3-4 Felder auszumalen, ne? Das sehen wir am Sonntag bei der Europawahl mal wieder. Und jetzt läutet die Glocke. Fabian Krane, dem Mann könnt ihr auch mal folgen. Müsst ihr aber auch nicht. Nö. Gar kein Problem. 15. Frage. Achtung. Welche zwei Ortsnamen gibt es nicht in Deutschland? Vollbildgrafik. Zwei gibt es nicht. Sieh dich um. Schau mal Ort. Weite Welt. Random. Oha. Oje. Aha. Zwei davon gibt es nicht in Deutschland. Bitteschön. Zeit läuft dieses Mal wirklich. Eine Minute Zeit. Welche zwei Orte davon gibt es nicht in Deutschland? Also 4 davon gibt's. 2 sind falsch. Sagt mir, welche falsch sind. Und dann haben wir Material von unseren Korrespondenten, die in all diesen 4 Orten gerade stehen. Also ich würde auf jeden Fall eins von hier sein, weil ich so nach dem
Konzentriert euch auf eure Frage, ja? Also, zwei dieser sechs Orte sind erfunden. Wir schauen, wir wollen gerade mal mich anschauen, aber gut, dann gehen wir nochmal auf die Orte. Zwei davon gibt's nicht. Vier davon gibt's. Und nein, es gibt keinen halben Punkt. Dieses Mal. Tasche? Hm. Oh, nimm die mal in die Hand. Ratespiel, sagt Lars Pausen. Zufällig komme ich auch. Der ja immer liebt, nicht das Format zu kritisieren. So, Dankeschön. Und Zeit abgelaufen, lieber Herr Krane. An der Stelle nochmal der Hinweis an Lars Pausen, nicht die Fragen zu kritisieren. Es ist kein Ratespiel. Aber, lieber Lars, du kannst mir nochmal helfen. Marvel-Endgegner, wissen wir da schon, wann das läuft? Ja, Dritter, Sechster, höre ich von Matthias Rosenkranz hier. Absolut ausgedachtes Datum gerade, achtet auf den Sendeplan. So, wir machen weiter mit Frage Nummer 16, aber ich werde unterbrochen, steht im Skript. Ist das etwa die Queen of England, die hier gerade steht? Yes, my dear. Das gibt's ja nicht. Das ist die Queen leibhaftig? Yeah. Das gibt's ja nicht. Ich meine, du kommst so viel rum in der Welt. Wen triffst du? Obama, die Effenbergs oder so. Man hat ja doch ganz schön viel zu tun, oder? Das ist doch bestimmt spannend. Auch so als Queen, ist das so streng mit diesen ganzen Regeln? Und Kate und Meghan, verstehen die sich? Kann man da irgendwie was machen? I have no idea. Wie könnte sich die Queen nonverbal aus diesem ekelhaften Smalltalk befreien? A. Sie könnte zum Beispiel die Handtasche von einer Hand in die andere legen, dadurch ihren Gesandten signalisieren, sie möchte befreit werden. B. Sie könnte über ihre Hutkrampe streichen und somit sagen, ich will hier raus. Oder C. Sie streicht über den Rand der Teetasse. Wie kann man die Queen, wie kann sich die Queen nonverbal aus dieser Smalltalk-Situation befreien? Also, drei Möglichkeiten. Handtasche wechseln von einer Hand in die andere. An der Hutkrampe entlang streifen. An der Teetasse entlang. So sind sie, die Briten. Viele Menschen da draußen fragen sich ja gerade, wie können sie sich eigentlich aus dem Gespräch mit dir befreien? Ich sag mal so, das erste Nein ignoriere ich noch, aber das zweite Nein wird dann juristisch interessant. Darauf könnt ihr euch verlassen. Einstweilige Verfügung ziehen immer noch, meine Güte. Ja. So. Oder? Ja. Welche hatten wir denn schon safe? Zeit läuft, sage ich ja mal ganz gerne, ne? A, B oder C? A, sehen wir nochmal Multiple Choice eingeblendet für die letzte Chance. A, Handtasche. B war der Hut, C die Tasse, T. A, B oder C. Handtasche, Wechsel, Hut, Krampe oder die Tasse, T. Andreas, ja? Ich weiß nicht, ob das irgendwie Einfluss auf die Sendung nehmen soll, aber Gunnar hat mich eben angerufen. Da rufen wir doch mal zurück. Wir rufen mal kurz zurück, oder? Können wir das machen? Können wir das herstellen? Also, 16. Frage liegt hinter uns. Und wir hören den Redelsführer von Team Heiden, der so ein bisschen wie die AfD heute nicht eingeladen wurde, trotzdem sich aber natürlich äußern möchte. Okay. Hallo, hier ist die Mobilbox von 0176. Frage Nummer 17. Das müssen wir rausschneiden. Welchen Namen trägt der Airbus-Regierungsflieger von Angela Merkel? Benannt nach einer berühmten Person. Welchen Namen trägt er denn? Also, viele Pannen zurzeit. Heiko Maas stürzt regelmäßig ab. Nicht nur in den Umfragen, auch mit dem Flieger. Aber wie heißt das Flugzeug? Hat einen Spitznamen. Dieser Airbus. Eine Minute Zeit. Zeit läuft. Schau mal auf Twitter, ob die was gepostet haben. Ein Foto. Kannst du das? Zeit läuft.
Also, an bei den Regierungsmaschinen, Pannen in der Regie gibt's nicht. Pannen in der Regierung oft. Tatsächlich. Nach wem ist diese Regierungsmaschine benannt? Wer könnte das sein? Hitler? Nein. Kann ich ja jetzt so Normalgewicht erreichen. Wer hat's gelesen? Hab ich noch nie gehört. Als Reizer, ja. Drauf, die ganzen ja, Pfannen, ey. Aber jetzt kommt wieder Mulch. Zeit ist abgelaufen, Monseigneur. 18. Frage. Multiple Choice. Was ist aktuell der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland? A. 8,65 Euro pro Stunde. B. 9,90 Euro pro Stunde. C. 9,59 Euro pro Stunde. Zeit läuft. Okay. Müssen eigentlich alle Rocket Beans Mitarbeiter wissen? Naja, weil sie knapp drunter liegen. Weil sie knapp drunter liegen, ja. Also man kann ja sagen, jeder mittelmäßig begabte Friseur verdient eigentlich mehr als San Andreas Link. Ja. Und das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Das wissen bestimmt viele hier. Die Praktikanten meinst du? Vor kurzem geändert worden, deswegen aktuell 2019. Marc Lehmann kennt die Zahlen natürlich sehr gut, um die es da gerade geht. Ah, oh, haben wir da mehrere? Holt mehrere raus. Die sollen alle führen können. Ja, ja. Geil. Du Armer, das hilft uns jetzt nicht weiter. Koch, ja, schön, Olle. Schön, schöner Flow. Hashtag Kneipenquiz, wenn ihr selber interagieren wollt, wenn ihr eure Antworten einfach raushauen wollt oder Fragenvorschläge, die werden dann noch berücksichtigt, auch wenn sie aktuellen Bezug haben. Zeit. Ist abgelaufen. So. Frage Nummer 19, eine beliebte Rubrik bei uns hier beim Kneipenquiz. Ihr könnt alle mal fühlen, aber fragt euch gleichzeitig, was ist das denn, bitteschön? Kannst du euch mehr davon rausgeben? Raus. Ja! Ja, guck doch mal hier, guck mal da. Für die Zuschauer sehen wir das einmal. Ist das zu hell, ist das zu dunkel? Wollt ihr alle mal fühlen wollen? Was könnte das denn sein? Ja. Was sehen wir hier? Ist wahrscheinlich was könnte das sein? Schwierig. Sieht aus wie Hasenkot. Ich leg's noch mal ins Licht. Dann kannst du hier dir das noch mal holen. Valentin macht den Geschmackstest. Zeit läuft, sag ich mal, ab jetzt. Ihr könnt da reinbeißen, ihr könnt es anfassen. Ich weiß nicht, ob es giftig ist. Keine Ahnung, Alvin. Habt ihr genug? Ja, ihr habt ja allergisch. Hier noch mal was zum Fühlen, ja. So, ist. Ist das Bernstein? Man weiß es nicht. Nein, wir haben die nicht angemalt. Aber wenn wir nichts anderes wissen. Angemailt haben wir die Leute, damit wir daran kommen. Also extra importiert für diese Show. Zeit läuft. Ja, genau. Also ist keine Wanne. Deine Nuss. Sehr genau. Sehr genau. Also, wenn ja, es reicht nicht das Grundwort. Es müsste schon ein Bestimmungswort geben. Zeit ist abgelaufen, ich habe zu spät umgedreht. Und damit brauche ich noch einmal eure Aufmerksamkeit, nämlich für die 20. Frage. Alle Teams, Achtung, ihr habt nur eine Minute Zeit. Und die Frage lautet: Ordner, Ordner, ordnen, ordentlich, orden, orden, okay, alphabetisch. Here we go. Alphabetisch. So wie sie im Duden zu finden wären. Eine Minute Zeit. Ordnen. Nee, ordne, ordne, ordnen, ordentlich, orden, orden, okay. Alphabetisch. Jetzt haben natürlich die Leute, die lesen und schreiben können, einen kleinen Vorteil bei uns. Don't trigger me. Don't trigger me. Gar kein Problem. Bewerbung an Rocket. So. Kannst schon mal dich in Stellung bringen und fang mal bei anderen. Auf der anderen Seite. Ja, genau, sonst gibt es wieder Beschwerden. Und zwar berechtigte Beschwerden. So. Können wir es nochmal sehen?
Nochmals einblenden, bitte. Und letzte Sekunde laufen, abgelaufen. Zeit ist abgelaufen. So, einmal gerade greift sich die Sachen einfach. Einfach greifen. Was ist das? Einfach nehmen. Einfach nehmen, schnell. Das brauchen wir auch. Schnell. Das brauche ich einmal. Nils, wir sind, nein, wir sind durch. Ist euer Name hier drauf? Euer Name hier drauf. Greifen. Name da drauf. Schnell. Ist der Name da drauf? Ja, er will aber handgreiflich werden. Nein, da drauf der Name. So, schau. Ist der Name da drauf? Hol's dir. Da! Da! Hier ist die Stimme. So, also, Fabian erwehrt sich hier mehr oder weniger erfolgreich der Angriffe. 20 Fragen liegen hinter uns. Wir werten das Ganze jetzt auf und dann sind wir gleich zurück beim Kneipenquiz. Bis gleich. Das Kneipenquiz. Und da sind wir wieder bereit für die zweite Auflösungsrunde. Aktueller Zwischenstand nochmal 3 Plörrepäpste, 6 Game to Schlau für diese Welt, 5 und 5 jeweils für Wissen, es macht Spaß und Benjamin Bierchen. Und damit herzlich willkommen zurück zum 7. Kneipenquiz, Hashtag Kneipenquiz, Hashtag RBTV und wir kommen zur Auflösung. Fabian Krane natürlich an meiner Seite. Die 11. Frage. Wir wollten einfach nur wissen, wie heißt Prinz Harrys Kind Archie mit zweitem Vornamen? Hat das hier irgendjemand gelesen? In der Gala zum Beispiel. In der Gala, in touch, come on. Lisa. Ich bilde mir ein, dass ich das gelesen hätte und ich glaube, er heißt Harrison. Harrison? Harrison. Nee, nach George Harrison vielleicht eher. Gegenstimmen? Oder weil er der Sohn von Harry ist, ja. Ah, weil er der Sohn von Harry ist. Game to Schlau für diese Welt? Wir wussten ja, dass sie da einen neuen Gamer gezeugt haben. Deswegen haben sie ihr Kind natürlich wohl voraussichtlich Achievement genannt. Das wirst du gleich sehen. Lisa war da auf der richtigen Fährte. Das Kind heißt Archie Harrison Mountbatten Windsor. Das ist der Titel, der dann noch für die Grafschaft drangestellt wurde. Harrison. Richtig. Ja, das hat tatsächlich nur Wissen, es macht Spaß. Und das sind diese Punkte, die es dann fett machen können. Genau, wenn man natürlich jetzt noch über Kreativpunkte für das... War aber auch bei Harrington. Ich war gerade selbst über die Lösung überrascht. Ich habe keine Ahnung. Scheint zu stimmen. Also, in der Tat, Punkt für Wissen ist macht Spaß und kein anderer hatte es richtig. Nee. So, die Meiden, weißt du was auch nicht. So, wir kommen zur Frage 12. Wir sehen die Wappen von 3 Bundesländern. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Chance jeweils 1:16. Game to Schlau für diese Welt, das müsst ihr wissen, wenn ihr heute gewinnen wollt. Colin, Markus. Hey, Markus, das waren keine Pokémon auf den Wappen. Nee, und leider auch keine Ostländer. Also die hätte ich alle gewusst. Wirklich jedes Einzelne. Ich hätte die auch hier zeichnen können. Das ist schon mal richtig. Aber ein Land hatten wir wahrscheinlich richtig. Sarah, welches war das nochmal? Baden-Württemberg war dabei. Das war das Letzte. Baden-Württemberg. Weitere Vorschläge. Team Benjamin Bierchen. Haben wir die Grafik vielleicht nochmal verraten? Während das Team rund um Nils mal sagt, was sie da bemüht haben. An Lösungsmöglichkeiten. Wir hatten noch das Saarland, aber also das war B, aber wir haben Ostland dabei. Mit, was? Oder? Nämlich? Sachsen-Anhalt? Sachsen-Anhalt, nein. Ja. Das wüsste ich. Plörrepäpste, irgendwelche anderen Stimmungen wissen, es macht Spaß, was habt ihr? Also genau, wäre ein neues Bundesland dabei gewesen, hätten wir es, glaube ich, auch besser gewusst. Also wir haben bei A Rheinland-Pfalz und bei B Schleswig-Holstein. Und C? Baden-Württemberg. Okay, Plörrepäpste, was habt ihr? Also, wir haben das alle. Die ersten beiden waren schwierig, aber das letzte konnte ich mit Sicherheit sagen, das ist Baden-Württemberg. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Also.
Weil da komme ich ja, ja also das ist eine sehr dunkle Stunde für Nein, das würde ich nicht sagen, denn Team Wissen, es macht Spaß, sind die Einzigen. Da habe ich die richtige Lösung gehört. Wissen, es macht Spaß, hat es richtig. In der Tat, A, Rheinland-Pfalz, B, Schleswig-Holstein, C, Baden-Württemberg. Und da zahlt sich ein Multikulti-Team, wie es bei Wissen, es macht Spaß am Start, ist natürlich aus. Ja. Statt diese West-Teams, die wir sonst immer haben. Total divers, dieses Team. Mega divers. Punkt in der Tat für Wissen, es macht Spaß. 2 Punkte diese Runde. Irgendjemand anders was richtig? Nee. Nö, dann machen wir das schnell, bevor die hier auf dumme Ideen kommen für einen halben Punkt. Team Heiden, keine Ahnung, die kommen nicht viel rum. So. Und Frage Nummer 13. Welche Biersorte ist nicht nach dem Ort, an dem sie gebraut wird, auf jeden Fall die Hauptstädte benannt? Biersorte Plörrepäpste, bitteschön. Hannes, euer Spezialgebiet. Biersorten. Welche ist nicht nach dem Ort, in dem sie gebraut wird? Ich bin der starken Meinung, dass es Hafferöder war. Hasseröder, Gegenstimmen, Anja ein nickt. Kleiner also Grafiker-Joke, weil das alte S nämlich aussieht wie Neff. Hasseröder kommt aus dem niedersächsischen Wernigerode oder so, und also nicht aus Hasserode oder so. Wo liegt Wernigerode? Na, in Niedersachsen. Nein. Nicht? In Sachsen-Anhalt? In Sachsen-Anhalt? Game to schlau für diese Welt. Ich glaube auch, dass also wir glauben auch A. Aha. Hasso Röde ist kein Ort. Gegenstimmen? Benjamin Bierchen? Die ja Bierchen heißen. Ja, das muss ja nichts heißen. Das muss nichts heißen, sagt Nils. Die haben tatsächlich auch A. Okay. Punkt. Ja. Ist aber falsch. Richtige Antwort ist Klaus. Yes! Denn Hasseröder ist in der Tat nach einem Stadtteil in Wernigerode, der Hasserode heißt, benannt. Yes. Klausthaler hingegen stammt nicht aus dem Harz und wird auch nicht in der Berg- und Universitätsstadt Klausthal-Zellerfeld gebraut. Es handelt sich hingegen um ein alkoholfreies Bier, welches in Frankfurt gebraut wird. Das also Klausthaler in der Tat die richtige Antwort. Das wusste offensichtlich Game to Schlau für diese Welt. Offensichtlich und sonst keiner, was ja auch klar ist, weil mit alkoholfreien Bieren kennt sich hier keiner. Game to Schlau für diese Welt. Staubt ihr den Punkt ab, Team Heiden trinkt sowas nicht. So. Also, versucht nicht selbst zu rechnen, wir lösen das gleich auf. 14. Frage. Heieieiei. Puh, wer hat alle 20 Filme gesehen? Welche Farben haben die Steine auf dem Infinity-Handschuh von Thanos aus Infinity War? Ich werde sofort unterbrochen, Nils. Wir sind vielleicht nicht die Besten heute, aber wir sind die Fairsten. Du hast uns gerade einen Punkt gegeben, den wir nicht verdient haben. Stimmt! Und so wollen wir nicht heute hier gewinnen. Das ist ein Hakenkreuz, ja. Stimmt. Meine Güte, für mich auch die 6. Stunde. Gut. Also zählt nicht. Naja, korrigiert mich nachher nochmal, wenn ich es falsch zusammenaddiere. In der Tat, also nur ein Punkt für Game to Schlau für diese Welt. Aber wir kommen zum Infinity-Handschuh. Ja. Der goldene Handschuh. Bitteschön. Alvin, komm. Das musst du wissen. Das ist unfair. Ich bin noch nicht mal beim Endgegner Marvel dabei und werde hier als Erster gefragt. Du standst aber vor der Aufzeichnung da rum. Das stimmt. Da werden oft die Fragen getestet. Ja, das Dumme ist, ich habe mir halt den Handschuh vor der Aufzeichnung nicht genau angeguckt. Mhm. Deswegen, ich musste ein paar raten. Bei einigen war ich mir sicher, aber vor allem der gelbe und der orange, ja, fand ich schwierig. Ich glaube, ich habe es nicht ganz korrekt. Sagt denn jemand selbstbewusst von sich, er hat's gewusst, Matthias war dabei, meine ich, bei Endgegner Marvel? Wie selbstbewusst kann man da sein? Also 6 richtig wissen. 2 wusste ich auch. Lustigerweise wusste ich genau, wo der Orangene ist. Wir haben uns vorhin ausgetauscht und wahrscheinlich wissen wir jeweils von dem anderen, was er falsch hat. Aber richtig, nein, keine Ahnung. Irgendein Team selbstbewusst und sagt, jo, das haben wir. Marco hat es. Marvel Giesel? Relativ, also... Also das Ding ist halt, wir wissen ja vom letzten, den er bekommen hat. Das war der gelbe. So, und das ist ja der Soulstone. Und wir wissen auch vom ersten, den er bekommen hat, das war der Timestone, der blaue. Wir wissen auch, blau, dann hat er den lilanen gehabt, den Powerstone. Dann hat er sich den roten geholt, den Soulstone.
Den Milestone? Aus den roten halt. Und dann den orangenen, dann den grünen und dann den gelben. Gut. Ja? Also, hat Marco recht oder ist er stoned? Wir schauen auf die Auflösung, bitteschön. Das wär's gewesen. Yes! Sie- ich glaube auch. Hat das jemand richtig? Ja, also Team Plörre Pepsi hat es richtig. Ist das das? Ja. Scheiße. Lieber Kameramann. Also in der Tat, komm mal ruhig zu mir. Die Plörre Pepsi, das sieht ja aus wie der Originalausdruck. Bist du sicher, dass du nicht das Korrekturblatt dazu schickst? Nee, das war schon richtig so. Also in der Tat, Alvin verteidigt da die Ehre, hat es komplett richtig gemacht. Genau. Und auch wenn Marco es gerade wahrscheinlich komplett falsch aufgezählt. Komplett falsch aufgezählt hat, sie haben es trotzdem richtig. Oh! Markus eher so ein Farbentyp. Dieses Mal wirklich ein Punkt, ich musste nochmal checken. Plörre Peps haben es richtig und die anderen beiden Teams nicht. Nein. Aber das war auch tricky, ja, das kann man ruhig mal sagen. So, und hier Team Heiden, so ein Tobi Escher hätte das wieder irgendwie gewusst, sagen wir mal, ganz klar. Bruna hätte irgendwie Nico Becks benannt. Ja, Schröck wäre dabei gewesen jetzt kurz. So, völlig egal, Frage Nummer 15. Welche zwei Ortsnamen gibt es nicht in Deutschland? Sieh dich um, schau mal, Ort, weite Welt, oha, oje, aha. Welche Orte gibt es nicht? Liebe Lisa, du guckst den Lehrer an und wirst dementsprechend angesprochen. Nee, Lars hatte sich da so beschwert über die Frage, der muss es beantworten. Ja, ich wollte nur sagen, dass es eine klassische Schätzfrage war und ich weiß nicht, ob das hier was zu suchen hat. Ja, ist die Antwort. Wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, was wir getan haben, aber wir haben, einerseits waren wir krass gegen, dass es Oje gibt. Auf der anderen Seite gab es auch Stimmen, die gesagt haben, es könnte sowas wie Oje, Oje irgendwie an der niederländischen Grenze geben. In Ostfriesland, ja. Können wir ja mal sagen. Schau mal dort, könnte ja auch der Schaumaltort sein. So habe ich es auch ausgesprochen, ja? Ah, okay, ja. Nee, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Schätzfrage, wer? Peinlich. Team Game to Schlau für diese Welt, welche zwei Orte habt ihr ausgewählt? Wo wart ihr noch nicht? Ihr kommt ja viel rum. Also ich weiß noch, dass wir den Schaumaltort genau aufgrund deiner Aussprache ausgeschlossen haben, weil das dann doch zu leicht gewesen wäre. Zu tryharding. Ja, ich weiß aber nicht mehr, welchen der zweite war. Oha, glaube ich, haben wir gesagt. Das klingt zu überrascht. Also, ich löse mal auf. Sieh dich um ist eine Gemeinde in Brandenburg. Weite Welt ist ein Ortsteil von Seedorf in Kreis Segeberg im Schleswig-Holstein. Dementsprechend, schau mal dort, gibt es nicht. Oha ist eine Gemeinde in Sophienhamm, Kreis Rendsburg-Eckernförde. Und Aha ist ein Stadtteil von Gunzenhausen in Mittelfranken. Dementsprechend, oje, gibt es nicht. Also oje und schau mal dort, falsch. Oh yeah. Fabian, gib mir dieses Niemand-hatte-es-Gesicht. Niemand hatte es. Aber war auch schwierig. Halber Punkt. Nee, da gehen wir schön durch, bevor Diskussionen aufkommen. Frage Nummer 16. Oh, jetzt bin ich gespannt. Fabian, ihr habt es wahrscheinlich durchblickt, es war nicht die Queen, es war Fabian Krane, verkleidet als die Queen. Schwer, aber ja. Ja, I know. Frage Nummer 16, wie kann sich die Queen ohne zu reden aus einem unangenehmen Gespräch befreien? Wir hatten den Handtaschenwechsel, wir hatten die Hutkrampe, wir hatten die Tasse Tee. Bitteschön, eure Gedanken dazu. Ich sag so, ich hab's bei Galileo gesehen. Wir haben gesagt, die Handtasche ist das Einzige, was dauerhaft eingeblendet wird für die Security. Wenn sie sich also am Hut rumfummelt und der sieht das beim ersten Mal nicht, dann muss sie sich die ganze Zeit nochmal am Hut rumfummeln und denkt der Gesprächspartner so, ey, hat die einen am Marmel? Das Gleiche mit der Tasse Tee, man hat nicht immer eine Tasse Tee, auch die Queen hat nicht ständig eine Tasse Tee zur Hand. Das Einzige, was sie immer hat, ist die Handtasche und das ist, zum einen hat sie die immer und zum anderen ist es relativ leicht, dauerhaft einzublenden, ob der Schalter auf links oder rechts steht. Deswegen haben wir gedacht, per Ausschlussverfahren ist es die Handtasche. Nils Bohmhoff, gibt es diesem Statement irgendwas hinzuzufügen? Keiner widerspricht. Und das spricht natürlich nicht nur für Nils Bohmhoff. Fabian, löst doch mal auf visuell. Ja, also Benjamin. Geh noch mal nach hinten und hol dir das Ding. Meine ich damit natürlich. In der Tat, die Handtasche wechselt die
Arm. Benjamin Bierchen hat es richtig, aber ich mache ja eh immer einen Haken. Was haben denn die anderen Teams dieses Mal? Game zu schlau für diese Welt, wusstet ihr es? Ja. Das ist ja die ähnliche Einkommensstufe. Plörrepäpste wussten. Queen, ja, wussten alle Teams offensichtlich. Fabian, nee, Plörrepäpste nicht. Wussten es nicht, genau. Was habt ihr gedacht? Hut. Wir haben den Hut genommen, weil natürlich jeder normale Mensch, und ich bin der Meinung, dass die Queen auch sterblich ist, hat natürlich eine Uzi in der scheiß Handtasche. Wenn mir irgendjemand dumm kommt, man hat ja sofort Kugeln in der Fresse. Also, das Attentat auf die Queen nochmal vereitelt. Und Wissen ist macht Spaß. Ihr hättet's auch? Natürlich, Punkt für Wissen ist macht Spaß. Team 1 hätte das natürlich locker gewusst. 17. Welchen Namen trägt der Airbus-Regierungsflieger von Angela Merkel? Bitteschön, wusste das jemand? War häufiger in den Nachrichten in den letzten anderthalb Jahren. Irgendwer eine Ahnung gehabt? Ja, Moritz, dann nimm dir das Mikro. Hm. Es kam mir sofort Konrad Adenauer nach unserem ersten Kanzler. Und ja, was würde besser passen? Völlig richtig, Konrad Adenauer. Erneut Benjamin Bierchen auf der richtigen Fährte. Plörrepäpste. Wissens macht Spaß. Okay. Und Game 2 hat irgendwas von Hindenburg geschrieben. Also, fairerweise, was die momentane Pannenserie betrifft, bin ich bei euch. Kreativpunkt? Nein. So. Also nur heiße Luft bei Game 2. Team Heiden hätte das auch gut. 18. Frage. Was ist aktuell der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland? Betrifft uns alle. Wer wusste es? Wissen macht Spaß. Also wir waren Fabian. Relativ sicher, 8,65 Euro ist die richtige Antwort. 8,65 Euro wurde dieses Jahr, 2019, geändert. Und wer hat Gegenstimmen? Ja, Hannes. Natürlich auch, dass sich das dieses Jahr geändert hat und dann hatten wir eine 50-50-Chance auf die vier. Und natürlich gibt uns Vater Staat nicht so viel Kohle, wie wir brauchen. So nämlich. Die denken nur an sich. Yes. Also wir mussten es auch googeln. Also. Was habt ihr denn angekreuzt nach dem Google? B wie Bindenburg. Und da hat offensichtlich jemand einen schnellen Browser am Start. In der Tat 9,19 Euro. Yes. Stunde inzwischen. Wissen, es macht Spaß noch, sag ich mal, auf Spiegel Online Archive.org unterwegs gewesen. Alte Meldungen, Fake News, wer hat es richtig? Einmal die Plörrepäpste und... Yes. Nein, warte mal. Ja, habt ihr nicht gesagt? Genau, doch, Plörrepäpste. Okay. Und Game 2 hatte es auch. So nämlich. Game 2 ist Game 2 schlau für diese Welt, sonst die anderen nicht. Business macht Spaß, Benjamin Bierchen nicht. Oh, das wird heute eine enge Kiste sein. Ja, eine enge Kiste. Hätten wir mal eine schöne Stechfrage vorbereitet. Wie bei der Stille. Wörtchen 19. Ah, 19. Wir haben natürlich gefragt, was habt ihr denn da in den Händen? Bitteschön. Was war das, was ihr da bekommen habt? Ich sehe es noch auf einigen Tischen. Markus, du hast es gegessen. Wie hat es denn geschmeckt? Das hat sehr schotig geschmeckt. Schoten sind eher was für Herrn Gäbel. Schoten eher was für Herrn... Schotig, aber wir haben da auch was sehr Schlaues hingeschrieben, aber das kam nicht von mir. Was, ich kenne dieses Tonka. Tonka-Bohnen anscheinend. Naja, das sehe ich schon. Krale muss gleich wieder googeln. Bitteschön, wissen es macht Spaß, ich überbrücke. Wir haben sie auch gegessen oder reingebissen und glauben, dass es eine Sojabohne ist. Ah, Sojabohne, Plörrepäpste, bitteschön. Was sagen eure Geschmacksnerven? Das war auch hier kurz mal. Ja, aber die Sojabohne ist kleiner. Das ist halt das Ding. Also, das kann es nicht sein. Das richtige Antwort von Dima. Die ist schwarz, die ist rot und dann haben wir vergessen, es aufzunehmen. Ja. Es ist eine Bohne. Das muss man alles sagen. Es ist keiner der Infinity Stones. Was sagt Benjamin Bierchen? Ja, nicht. Ja, ich habe einfach Brechbohne gesagt, weil sonst kenne ich keine anderen Bohnen und die war sehr schwer zu zerbrechen. Und ja. Also. Dann.
Hast du den Vorschlag von Game 2 nochmal gecheckt? Hat nichts mit dem Ergebnis zu tun. Okay, zum Glück. Denn es handelt sich um, und wir haben ja die Packung auch da, ja, Feuerbohnen. Ach, natürlich. Oh, klar. Colin sagt, ach, natürlich. Unser Essen-Experte. In der Tat. Wir hätten auch bunte Riesenbohnen gelten lassen müssen, sehe ich gerade. Bio-Produkte seit 1986. Also, bunte Feuerbohnen hat dementsprechend keiner gewusst. Nein. Nicht schlimm, nicht schlimm. Nein, Game 2, Team Heiden sowieso nicht. Keiner gewusst. So, 20. Frage war ein bisschen nach Geschwindigkeit. Ich traue euch ein zu, dass ihr das richtig alphabetisch ordnen könnt. Aber könnt ihr das auch in einer Minute ordnen? Ordnen. Okay, alphabetisch. Wer bietet es mir einmal runter, ohne die Worte vor sich liegen zu haben? Natürlich keiner. Richtige Antwort ist Lösung okay. Orden. Ordentlich. Ordnen. Ordner. Orten. Bisschen tricky, weil Orden und ordentlich war ein bisschen schwierig, ne? Weil das eine Wort aufhört. Wer hatte das denn richtig, Fabian, gerade? Du wirst es nicht glauben, aber alle. Doch, das dauert. Ja, ja, ja. Das ist richtig. Genau, so sieht das aus. Wir schauen auf den Punktestand nach 20 gespielten Fragen. Plörrepäpste haben 3, 4, 5, 6, 7 Punkte. Sind zurück, würde ich mal fast sagen. Zweite Runde bisher die stärkste. Game 2 schlau für diese Welt. 6 Punkte, dieses Mal nicht ganz so stark. 7, 8, 9, 10 Punkte insgesamt. Zweistellig. Team Heiden ist irrelevant. Wissen ist Macht Spaß. Mit 5 Punkten, 6. 7, 8, 9, auch 10 Punkte. Jesus Christ. Und Benjamin Bierchen hat wahrscheinlich heimlich schon gezählt. 5, 6, 7, 8, 9 Punkte. Leute, es wird Kopf an Kopf rennen. Es geht um diese Leuchte hier, um die hellste Birne. Und ich würde sagen, Leute, wir machen direkt weiter, nämlich mit Runde 3. Runde 3, ihr bekommt die Fragenzettel ausgeteilt. Wie immer, wenn euch der Shit hier gefällt, lasst einen Kommentar da. Like die Scheiße aus dem Format raus, so dass ihr von YouTube aufgefordert werdet, weniger zu liken, weil es zu krass gerade ist. Lasst ein Klatschen da, whatever you like. Und dann sehen wir uns vielleicht wieder. Wir kommen zum dritten Block. Alle Teams sind ready für Frage 21. Was für ein Outfit hatte Katy Perry bei der diesjährigen Met Gala an? Es geht nicht um Hackfleisch. Eine Minute läuft. Kreativpunkt verdorben für die Grafiker. Eine Minute läuft. Was hatte denn Katy Perry an? Wir hatten die Spiegel-Online-Frage, wir hatten die Bild-Frage. Das ist die InTouch-Frage. Genau. Wer hat's gelesen? Wer hat's gesehen? Vielleicht sogar. Ja, das ist Redaktionsalltag. Wir sind komplett durchschaubar. Ja. Also. Aber war das Kostüm auch durchschaubar? Matthias bespricht gerade die Eintrittsregularien. Colin hat wahrscheinlich nachgefragt, ob er denn nächstes Jahr auch hin kann. Für einen veranscheinigen Beitrag. Colin sehe ich in dem Kostüm aber auch, muss ich sagen. Colin, ja. Zeit. Fleisch hat läuft. Nee, das wäre ein eigener. Das wäre auch zu Lady Gaga. Team. Die Frage ist ja, geht unseren Kandidaten ein Licht auf bei dieser Frage? Ich würde gerne die Glocke hören. Wie sieht's denn damit aus? Ja. So, Frage. Oh, dafür kriegen Sie was ausgeteilt. Für die 22. Frage bekommt ihr auch etwas ausgeteilt. Einmal Teamnamen draufschreiben? Bitte euch gerne zum Beispiel den Rotstift zu benutzen. Warum? Denn es handelt sich um eine kleine Grammatikaufgabe. Denn die Frage ist einfach nur: Setze die richtigen Kommata. Und für unsere Zuschauer, eine Minute läuft, sehen wir jetzt auch den Text eingeblendet. In Gedanken die Kommata setzen. Bitteschön.
alle richtigen Kommata. Ich lese vor. Lieber Herr Gade, wie Sie vielleicht schon wissen wollen, wir in 5 Monaten am 1.8. eine weltberühmte Ausstellung von Dinosauriern wie dem Tyrannosaurus, Triceratops oder Stegosaurus veranstalten. Jetzt ist aber einer unserer besten Forscher erkrankt, der den Zotylosaurus ausgraben sollte. Er hat schon 17 Knochen gefunden und es ist sicher, dass es an dieser Stelle noch mehr davon gibt. Darum möchten wir Sie, Herr Gade, bitten, den Rest zu finden. Die Stelle, an der Sie suchen müssen, liegt in der Wüste von Karoo. Die Flugkarten sind hinten im Kuvert. Mit freundlichen Grüßen, Dino Club Wanne Eike e.V. Ich habe versucht, keine Pausen zu machen, die auf ein Komma hinweisen. Ist mir zweimal misslungen. Zeit läuft. Moritz komplett überfordert mit der Aufgabe. Es ist eigentlich besser, wenn einer konzentriert das löst. Die Frau, die unseren Blog schreibt hier. Und da sind nie Fehler. Aber online, gibt es da noch Kommas? Ich weiß nicht. Jeder, der online unterwegs ist, weiß, fragt sich gerade Komma, was ist das? Jesus Christ, 23. Uiuiui. 23. Frage. Da brauche ich wieder eure Lauscher, liebes Game Too Schlau für diese Welt. Denn wir fragen, was hören wir hier? Nein, einfach nur allgemein, was hören wir hier? Allgemein. Spoilert nicht für die anderen Teams, ja? An der Stelle hallo an unsere Podcast-Hörer. Was haben wir denn da gehört? Allgemein reicht mir das schon. 23. Marco Giesel, gib mir diesen. Marco Giesel, gib mir diesen Blick. Soll ich das wirklich hochladen? Ja? Nimm dir das Mikro. Deswegen überlege ich ja die ganze Zeit, wie exakt es sein muss. Naja, wir sind ja schon ein bisschen kulanter. Ihr seid kulant? Ja. Dann finde ich das sehr fair. Gut. So, Frage Nummer 24. Ach, schön. Das, ja, das wollen wir von euch wissen. Vervollständige diese kontroversen Aussagen. Ihr seht da ABC, ihr könnt da einfach die Worte einfüllen, die gefragt sind. Boris Palmer sagte am 23.04. auf Facebook, welche soll das? Anja Rützel sagte im Spiegel, Jurymitglied Inisa Amani hält einen sehr langen, extremen, sonderbaren Vortrag darüber, dass sie sich als Stand-Upperin diskriminiert fühlt, wenn man sie nennt. Und Verena Balsen sagt auf dem OMR-Festival, liebe Grüße, ich will Geld verdienen und mir kaufen von meiner Dividende und sowas. Dividendemann, gibt's den eigentlich? Den Joke würde ich einmal anbieten für freie Comedy-Autorin. Bitteschön. Einmal fill out und für euch zu Hause unter ABC könnt ihr quasi 1, 2 und 3 zuordnen. Wäre doch schön, wenn die Zeit laufen würde, oder? Ja. Dann machen wir das doch einfach. Eine Minute Zeit und wir blenden es sofort wieder ein, damit ihr vervollständigen könnt. Genau. Boris Palmer schreibt am 23.04. auf April. Welche soll das? Anja Rützel im Spiegel, Jurymitglied Inisa Amani, hält einen sehr langen, extrem sonderbaren Vortrag darüber, dass sie sich als Stand-Upperin diskriminiert fühlt, wenn man sie nennt. Verena Balsen auf dem OMR-Festival, ich will Geld verdienen und mir kaufen von meiner und... Ja, und kleine, sollen wir einen kleinen Tipp geben? Die Twitter-Frage? Nee. Also ich habe einen kleinen. Ja, okay. Verena Balsen mittlerweile komplett zurückgerudert mit der Nummer. Geht einem aber auch schon seit längerem auf den Keks. Ja. Also. 1, 2 oder 3, das ist unsere Twitter-Frage. Wir hatten die InTouch-Frage, die Bild.de-Frage und die Spiegel-Frage. Zeit lange abgelaufen, stimmt nicht gerade. Leute, absolute Highlight-Frage. Ich würde mal sagen, macht ein bisschen Platz auf dem Tisch, was so leere Bier, was so leere Biere betrifft. Ja, nimm mal den obersten, das oberste, nur das oberste. Denn jetzt kommt die absolute Highlight-Frage, wo es sich zeigt, was möglich wäre, wenn wir eine größere Redaktion hätten. Wir könnten noch mehr Bretter bohren.
5 Bretter werden ausgeteilt. Und liebe Zuschauer zu Hause, ihr könnt euch schon mal einen großen Essteller malen. Und schräg drüber einen kleinen Boot. Bitte noch nicht anfangen, Team Benjamin Bierchen. Noch nicht anfangen, bevor ihr die Frage gehört habt. Denn die Frage ist natürlich, deckt den Tisch nach Vorbild von Knigge. Ihr bekommt Suppe, Suppe, Fisch als Vorspeise, Hauptspeise und ein Dessert. Bitte deckt den Tisch ein. Ihr habt den Hauptteller und den Brotteller als Vorlage. Wie immer gibt es Brot davor. Zeit läuft. Here we go. Ja, für die Brot, Suppe, Fisch als Vorspeise, Hauptspeise und ein Dessert. Ihr habt normales Speck, Fischbesteck, einen Suppenlöffel, Dessertbesteck, Brotmesser. Bitteschön, ordnet an. Und genau so haben wir uns das auch vorgestellt, Andreas, oder? Ja. Egal. Suppe, Fisch als Vorspeise, Hauptspeise, Dessert. Das ist die Vorspeise. Geil. Tischdecken als Mittwochabendformat. Why not, Luke Mockridge? Tischlein deck dich, Esel streck dich. Welches Märchen suchen wir mit diesem kleinen Game? Und Zeit ist eigentlich gnadenlos abgelaufen. Jetzt musst du mal bei Wissens macht Spaß anfangen und Feline hilft, diese Sachen einzusammeln. Fabian, let's go. Gerne erstmal bei Plöre Päpsten und Wissens macht Spaß klauen. Die hatten bisher zu viel Zeit. Und das Gedeck wird entnommen. Die Frage ist, haben sie das richtig? Und bedenkt. Und das ist das. Hier wären schön 4 Tablette. Es wäre geil, wenn sie jetzt hinfallen würden und einfach alles zunichte wäre. Holt die anderen Tablette. Die sind immer noch am dingsten da. Hände weg. Business macht Spaß. Ist vorbei. Die Nummer. 4. Tablett wird eingesammelt. Jetzt sammeln wir nicht nur die Handys ein, auch schon die Tablets. So schlimm ist es hier beim Kneipenquiz. Eieiei. Dankeschön, Feline. Vor allem das Witzige ist, für manche Fragen müsst ihr einfach nur eine Wissensfrage beantworten, für andere 12 Teile richtig arrangieren. Es gibt trotzdem immer nur einen Punkt. Ja. Also, da ist doch gerade was hingefallen. Ey! So, ach, schön. Frage Nummer 25 liegt hinter uns. Deswegen kommen wir zu Frage Nummer 26. Bei welchem Liebespaar ist der Altersunterschied am kleinsten? A. Heidi Klum und Tom Kaulitz. B. Michael Wendler und Laura. C. Finch und Stiflers Mom. Die Uhr, mein Minute Lieber. Läuft. Ist aus dem Film American Beauty. Spaß, American Pie. Bitte? Kommt noch. Die erste war aus dem Knigge eben. Only at Rocket Beans. Ja. So, 26. Frage. Welchen Liebespaar ist der Unterschied am kleinsten? Heidi Klum, Tom Kaulitz, Michael Wendler und Laura Finch und Stiflers Mom. Hier geht's natürlich nach dem Alter der Schauspieler. Tricky. Tricky, aber lösbar. Für alle, die wie ich das genaue Alter vor sich stehen haben, ist das eine einfache Frage. Also Michael Wendler, Laura, Heidi Klum, Tom Kaulitz, Finch und Stiflers Mom. In der Rolle. Schauspieler ist natürlich halt älter, aber es geht ja um die Rolle. Unser Riesen Gag hier bitte einfügen. Ah, ja. So. Frage Nummer 27 und jetzt werden die wie die Ente kackt hinten. Nee, wie sagt man? Jetzt wird's richtig fett hinten raus. Denn Frage Nummer 27, Leute. Ich würde mal sagen, Grundwissen, Abiturniveau. Welche Abbildung zeigt das richtige Instagram-Logo? Nils weiß Bescheid, ist seit kurzem dabei. Wir schauen mal. A, B, C, D, E oder F. Was sehen wir denn hier? Wo ist das Instagram-Logo, Leute? Die Uhr, Andreas. A, B, C, D, E, F. Zeit läuft. 6 Ausgaben. 3 zur Auswahl. Selbst Auswahlmöglichkeiten, würde ich sagen.
Instagram. Hannes, unser Social Media King. Wie oft man dieses Logo schon als Grafiker raussucht und also. Und deine Instagram. Das ist noch falsch haben, dann ist falsch. Dein Social Media Takeover auch legendär. Oh ja, ist auch noch nicht so lange her. Aber also wer das nicht weiß, ist wirklich eins Opfer. Wir haben auch schon nach dem Twitter-Vogel gefragt. Der hieß wie? Tweedy. Larry. Ja. Weißt du sogar noch? Also, welches Instagram-Logo ist das richtige? A, B, C, D, E oder F? Wir schauen noch mal auf die Auswahlmöglichkeiten. Ja. Was ist da richtig? Welche Story gewinnt? Ich greife mit dir zusammen. Eins, zwei, drei Fragen noch. Drei Fragezeichen habe ich noch vor mir, denn das war die 27. Frage. Zeit ist abgelaufen. Frage Nummer 28. Bisschen alte Statistik, aber meine Güte. Die laut einer Statistik von 2014 am häufigsten gehaltene Tierart in deutschen Zoos ist... 2014 gab es noch Nashörner, würde ich dazu sagen. Aber es ist nicht, eine Minute läuft. 2014, was gibt es am häufigsten in deutschen Zoos? Schöne Frage. 5 Jahre alt, aber meine Güte. Ui, ja, da hat er aber. Geht es jetzt um die absolute Anzahl aller Tiere oder geht es um die, die in den meisten Zoos vertreten ist? Meisten Zoos vertreten ist, so wie die Frage war. Geht nicht um absolut, sondern am häufigsten gehaltene Tierart. Es geht nicht um Exemplare einer Tierart. Am häufigsten gehaltene Tierart. Die sieht dann wahrscheinlich nicht als Zoo, aber das ist so die Frage. Das ist keine Tierart, das ist eine Gruppierung. Frage ist, ist egal, ob es 5 Flamingos sind, es geht nur darum, eine Flamingo-Gruppe, eine Blablabla-Zucht. Zeit ist abgelaufen. Ja, finde ich gut. Frage Nummer 29. Die Allergikerfrage, würde ich mal sagen. Deswegen halt den Kram fern von mir. Wir fragen euch... Es geht darum, die Blätter zu bestimmen. Welche Blätter liegen hier vor? Das sind die letzten Fragen, ja. Völlig richtig, Colin. Ihr kriegt alle 3 Exemplare. Ordnet zu und liebe Teams, ihr seht dort A, B, C. Schaut, dass ihr das richtig zuordnet. A, B und C. Haben alle? Nee. Fabian? Ja, dann eine Minute Zeit. Hallo. Was? Die richtigen Blätter? Ja, ihr habt die richtigen Blätter. Ja, das ist das aber Gleiche. Das sind 2, 5 Dinger. Achso, das ist nur ein Teil davon. Ah, verstehe. Ja, okay. A, B, C. Ja, Sarah, das gibt's in Holland nicht. Nee, wir haben auch andere Blätter. A, B, C. Nein, das ist von so. Richtig zuordnen. Wir wurden betrogen, sagt nie. Ja, ganz kurz. C ist natürlich ein Teil. Hast du, ich guck nochmal auf die, wir blenden es nochmal ein, guckt bitte nochmal drauf, A, B, C. Und von C habt ihr nur ein, wurdet ihr betrogen? Nein, ach, nein. Da war man aber wieder mal ganz schnell, ne, mit den Vorwürfen. Finde ich sehr gut. So, lass ein bisschen länger laufen, Game too schlau für diese Welt, hatte später erst die Blätter. Nochmal fragen. Und dann kommen wir schon zur letzten Frage hier. Ist das schon die letzte? Ja, deswegen nochmal die Einblendung bitte. Sorry, liebe Grafiker, ihr macht einen super Job. A, B, C. Richtig zuordnen. Schreibt es einfach dahinter oder auf die Rückseite notfalls. A, B und C. Game to schlau für diese Welt. Colin, denk dran, richtig zuordnen. A, B, C, sonst kann ich es nicht gelten lassen. Und wir kommen damit schon, liebes Publikum, zur allerletzten Frage. Und dafür teilen wir auch wieder was aus. Nee. Doch. Da teilen wir nichts für aus. Nee? Nee. Come on. Doch, da teilen wir was für aus. Ja. Frage Nummer 30, Leute. Geht es um ein kleines Rätsel? Denn die Frage lautet, wie alt ist Greta? Hä?
Nicht Greta Thunberg, ihr kriegt noch was ausgeteilt. Beruhigt euch. So. So, Zeit läuft eine Minute, denn das Rätsel ist wie folgt. In 2 Jahren werde ich doppelt so alt sein, wie ich es vor 5 Jahren war. Wie alt ist Greta? Also, damit konnte mal wieder keiner rechnen. Außer die Leute, die gerade das Bayern-Abi geschrieben haben. Frisch aus dem Bayern-Abi entwendet. In 2 Jahren werde ich doppelt so alt sein, wie ich es vor 5 Jahren war. Wie alt ist denn Greta? Wie alt kann sie noch werden, wenn das Klima sich nicht endlich bessert? Von sich aus. Ja, weißt du, wir sagen, was können wir fürs Klima tun? Was kann das Klima auch mal für uns tun, oder? Was macht eigentlich das Klima? Wir machen immer die ganze Zeit was für das. Ja, ich sehe, weißt du, ich sehe immer 100.000 Seelöwen auf einem viel zu kleinen Strand. Da denke ich, liebe Natur, muss es sein. Ja, und ich frage mich auch. Die tun sich weh, die fallen von Klippen. Crazy Story. Blue, Frage ist ja, wann nehmen wir denn das erste Mal so einen Seelöwen auch auf, ne? Ja! Wir hatten die Chance schon dazu. Ne? Wir haben Antje sterben lassen vom NDR. Und bitteschön, einsammeln, das war die letzte Frage. Und greift dir die rigoros, lieber Herr Krane. Vielleicht auch bei denen, die sich noch. Feline kann gerne hier mithelfen. Namen drauf. Den Teams das zu ob hier entreißen. Die Namen drauf sind. Sonst wird er noch hier die Benjamin Bierchen. Da ist die Name nicht drauf. Einfach greifen. Und Game to Schlau für diese Welt. Und dann wiegen, hier euer liebe Zuschauer. 30 Fragen bereits hinter uns. 30 Fragen wurden gestellt. Wir haben sehr engen Punktestand. Wir haben 2x10 Punkte. Game 2, Business macht Spaß. 9 Punkte, 7 Punkte. Alle noch in Schlagdistanz. Wie das hier ausgeht, erfahren wir gleich bei Rülpst. Hätte ich beinahe gesagt. Bei der Auswertung von Das Kneipenquiz. Bis gleich. Das Kneipenquiz. Kneipenquiz. Willkommen zurück zum besten Format der Welt. Herzlich willkommen zum Rocket Beans Kneipenquiz Nummer 7. Leute, wir sind auf der Zielgeraden und es wird ein Herzschlagfinale. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Gleichstand hier bei Game to Schlau für diese Welt. Wissen ist, macht Spaß. 10 Punkte, 9 für Benjamin Bierchen und noch in Schlagdistanz die Plörre-Päpste. 7 Punkte, denn wir haben ja noch 10 Punkte zu vergeben. Und wir haben die letzten 10 Fragen gehört. Alles ist ausgewertet. Wir wollten wissen, was für ein Outfit hatte Katy Perry bei der diesjährigen Met Gala an? Frage Nummer 21. Wer hat's verfolgt? Anja hat sowas doch gesehen. Bitteschön. Frage Nummer 21. Katy Perrys Outfit. Also ich glaube, ich weiß es. Mark. Die Kenner werden natürlich wissen, dass sie mehrere getragen hat und sich auch während des Abends umgezogen hat. Das ist ja bekannt. Aber ich denke, ihr zielt ab auf das Hamburger-Kostüm, nehme ich an. Okay. Oh, das bringt uns aber in die Bredouille, diese Aussage von Marc Lehmann. Hannes, löst ja, erstmal. Witzigerweise war ich mir ziemlich sicher, was sie getragen hat. Also ziemlich, ziemlich sicher. Sie hat auf jeden Fall mehrere an. Eins davon war? Ein Kronleuchter meiner Meinung nach. Und du hast auch Cheeseburger gesagt. Ich habe auch Cheeseburger gesagt, weil ich da auch ein lustiges Video in der Zeit auf Twitter gesehen habe. Wo die Aber war es ein Cheeseburger oder ein Hamburger? Ja, das Kronleuchter. Ist wieder ein extra Test, Colin. Benjamin Bierchen? Ich meine, ich hätte auf Twitter oder so ein Tortenkostüm gesehen, was ich halt so aufbaut. Aber es könnte auch bei diesem Superbowl-Auftritt gewesen sein. Umgezogen. Ja. Game 2, ja, schlau für diese Welt. Ja, wir sind in eine etwas andere Richtung gegangen und haben einfach mal Schulmädchen-Outfit genommen. Hallo. Vielleicht war da auch ein bisschen Wunschdenken dabei, aber man kann ja auch mal träumen. Wir sind so 1990. Okay. Matthias sagt, I kissed the schoolgirl and I liked it. Wir hatten auf jeden Fall... Das ist aber Verleumdung jetzt hier. Genau das hat er gerade gesagt. Wir hatten auf jeden Fall Folgendes gerade im Sinn.
Aber wie immer ist das nur oberflächlich recherchiert. Wir schauen mal auf die Auflösung. Achso, Herr Kraner hat es natürlich nie aufgerufen, deswegen können wir es gerade nicht sehen. Warte mal, ich habe. Wir schauen erstmal auf das, was wir uns gedacht haben, was diese. Aber. Dass das kein estländisches Schulmädchen ist. Ah. Aber Herr Lehmann hat da natürlich als jemand, der die Met Gala ja immer von Anfang bis Ende verfolgt, vielleicht einen Punkt gehabt. Hat sie denn mehrere Outfits angehabt? Und wenn ja, war ein Burger dabei? Diese Frage wollte ich schon immer mal stellen. Okay, danke. Finden wir das raus, lieber Herr Kraner? Ja. Und sind wir da gerade schon bei Google-Ergebnis Nummer 3? Guck mal, Katy Perry, Cheeseburger und Toilet. Ja, Katy Perry, Alvin gibt die Keywords. Katy Perry, Burger, Met Gala 2019. Ja, so, pass auf, ich habe das Ergebnis. Wir können auf den Rechner schalten, nehme ich an, oder sehen wir da doch. Was? Nee, da sehen wir was, aber da steht was sehr Explizites, nämlich für die Met After Party. Oh, also, nein. Es war ja auch die Met und nicht die Patty Gala, dementsprechend. Aber war da überhaupt der? Das ist nicht euer scheiß Ernst. Marc Lehmann hat aber natürlich nochmal das Wort, denn wir haben Zeit. Ja, das gehört auch. Ja! Wenn, also, wenn. Wenn du das jetzt wirklich machst, Alter. Okay. Also, wenn es ist die Party. Also, wenn du das jetzt nicht. Du sagst doch auch nicht, weil hast du auf der Oscar-Verleihung getragen aber und dann das Auto zu beim Kacken anhattest. Also, nachher zu Hause. Das ist die Party der Gala. Ja. Ja. Ja, genau, deswegen kommen auch alle Leute. Es ist ja wohl offensichtlich die Party der Gala. Also gehört sie zur Gala. Kein Gegenargumentieren. Aber die hat bestimmt auf der Vorbereitung zur Party, zu der dann auch die Gala gehört, nämlich ihr Schulmädchen-Outfit getragen. Ich habe ja natürlich auch dazu. Responden. Wer hat es denn richtig? Ja, das. What? Nee, nur die Plörre-Päpste. Okay. Vielen Dank, die Gerechtigkeit hat wieder mal gesiegt. Also, die Grafiker holen hier den ersten Punkt. Game to Schlaus, Google Outfit. Wir haben Wissen ist Macht Spaß. Ja, komm, halb wenigstens. Oh. Halber Punkt. Liebe Regie, Voting Time, würde ich mal sagen. Andreas, also. Moment, Plädoyer von jetzt, das kann wie immer alles ändern. Wir beobachten das im Prinzip seit Folge 1, dass dieser Tisch der Schäbigkeit da hinten bei jeder Frage versucht, irgendwelche Drittelpunkte und Viertelpunkte für sich zu ergaunern, anstatt mal die Größe zu haben und zu sagen, ey, unsere Antwort war falsch, weil die Frage war eindeutig, was hat sie auf der Gala angehabt? Und jeder von uns, der schon mal auf einer Aftershow-Party war, der wird wissen, dass man sich dafür umzieht. Und das ist nicht das Gleiche, ob man auf der Gala ist oder auf der Party danach. Das ist einfach ein Unterschied. Ihr habt die Frage falsch beantwortet. Und wisst ihr was? Das ist auch sehr respektlos gegenüber dem einzigen Team, die das richtig hatten, weil man konnte das offensichtlich wissen. Wenn ihr euch auch verführen lassen wollt von Rhetorikern wie ich an dieser Stelle, dann geht wählen nächstes Wochenende. Dieses Voting gerade rational abgewählt von Nils Bohmhoff. Kein Voting, kein Punkt. Dementsprechend lag es nicht mehr in meiner Macht. Der Head of Digital sagt, nicht über die Homepage voten gerade. Machen wir nicht. Obwohl es eine schöne Integration gewesen wäre. Frage Nummer 22, setze die richtigen Kommata. Tja, wer möchte, dass Lisa weiß ist, nehme ich mal an, die ja auch in ihrer Freizeit gerne mal einfach so Kommata setzt. Aber wer im Internet unterwegs ist, fragt sich natürlich zu Recht, hä, Kommata, was ist das denn, bitteschön? Wer hat es versucht, Benjamin Bierchen, bitteschön, eure Kommasetzung. Wollen wir einmal hören, habt ihr den, haben wir so den ohne Auflösung nochmal vor uns? Bestimmt. Wir suchen den nochmal raus, liebe Mara, und du setzt einfach mal Komma nach gut dünken, Komma, beziehungsweise Komma, so wie du magst, Komma. Wir suchen das noch einmal für dich raus. Bitteschön, Mara. Lieber Herr Gade, Komma, wie Sie vielleicht schon wissen, Komma, wollen wir in 5 Monaten, Komma, am 18. Komma, eine weltberühmte Ausstellung von Dinosauriern wie dem Tyrannosaurus, Komma, Triceratops oder Stegosaurus veranstalten. Jetzt ist aber einer unserer besten Forscher erkrankt, Komma, der den
Tylosaurier ausgraben sollte. Er hat schon 17 Knochen gefunden und es ist sicher, dass es an dieser Stelle noch mehr davon gibt. Darum möchten wir Sie, Herrn Gade, bitten, optionales, den Rest zu finden. Stelle. Nee, optional heißt nicht, dass ich es nicht weiß. Optional ist das laut der. Man kann es setzen. Optionales Komma ist. Wir haben es weit. Weiter? Die Stelle, an der Sie suchen müssen, liegt in der Wüste von Karo. Die Flugkarten sind hinten im Kuvert mit freundlichen Grüßen, Dino Club Wanne Eickel e.V. Gegenstimmen. Streitpunkte. Plörrepäpste geben das Go. Heißt aber nichts. Wissen, es macht Spaß. Lisa, Lektorin Lisa. Können wir es nochmal einblenden? Ja? Ich kenne mich mit Kommasetzung, aber nicht mit Dinos aus. Und deswegen habe ich zwischen Tyrannosaurus und Triceratops kein Komma gesetzt. Really? Ich dachte, das sei eins. Wow. Aber wir haben kein Komma nach den mit freundlichen Grüßen, wenn man da in der Regel keins setzt. Ja, so nämlich. Da setzt man keins. Ja, da setzt man keins. Da setzt man keins, sagt Team Game to Schlau für die Welt. Colin? Ich hab's aber auch. Ganz kurz, du schreibst wahrscheinlich nie. Nein, wir haben das. Das ist komplett richtig, dass das Komma fehlt, aber da ich natürlich weiß, weil ich in der Zwischenzeit auf euer Musterblatt geschaut habe, also in der offiziellen Lösung ist da ein Komma drin, aber mir wurde schon zugeraunt, dass man hier beides gelten lassen würde. Wir schauen mal auf unsere Auflösung zu diesem Text. Bitte schön. Also, welche Kommata habt ihr gesetzt? Völlig irrelevant. Wir schauen auf die richtige Lösung. Lieber Herr Gade, wie Sie vielleicht schon wissen, wollen wir in 5 Monaten, am 1.8. eine weltberühmte Ausstellung von Dinosauriern wie dem Tyrannosaurus, Triceratops, oder Stegosaurus veranstalten. Jetzt ist aber einer unserer besten Forscher erkrankt, der den Zotilosaurier ausgraben sollte. Er hat schon 17 Knochen gefunden und es ist sicher, dass es an dieser Stelle noch mehr davon gibt. Darum möchten wir Sie, Herrn Gade, bitten, den Rest zu finden. Die Stelle, an der Sie suchen müssen, liegt in der Wüste von Karoo. Die Flugkarten sind hinten im Kuvert. Mit freundlichen Grüßen steht da ohne Komma. So nämlich. Dino Club war Eickel und jetzt hat Fabian. Also wer es hat, kein Fehler. Wer es nicht hat, hat auch kein Fehler. Bringt uns. Kann ich noch einmal die Auflösung sehen? Haben wir das noch parat? Denn ich fand's tricky, dass eine weltberühmte Ausstellung von Dinosauriern, da war ich mir nicht sicher, ob vor dem Wie ein Komma kommt, aber es ist ein Vergleich und kein eigenständiger Relativsatz, ne? Weil es quasi wie als ist. Ja. Ihr habt da auch keine Ahnung. Lass mal die Nummer. Wer hat's denn richtig, Herr Kranz? Benjamin Bierchen hat es richtig. Sehr gut. Damit schon mal einen Diskussionspartner erstickt. Wer hat's noch richtig? Ja, sonst niemand, ne? Grafiker? Ja, nee, das kann nicht sein. Du musst dich verzählt haben. Hannes, ich war mir ziemlich sicher, dass wir einfach das richtig gemacht haben. Den Vorrat. Einen Moment. Und wie immer ist es natürlich möglich, dass wir uns auch geirrt haben. Das stimmt, Menschen ist nämlich Menschen scheiße, ist irrig. Fehlerlich. Scheiße. Ja. Also wissen, es macht Spaß, hat es auf jeden Fall falsch aufgrund der fehlenden Dino-Kenntnisse. Game 2 schlau für diese Welt. Wusste es nicht, oder? Ja. Nein, Game 2 hat es falsch. Das geht hier mit. 1.8. Nicht getrennt. Game 2 wusste es nicht. Team Heiden, doch, die hätten sowas gewusst. Und die Plörrepäpste? Fragezeichen. Kann man dir helfen? Herr Kahn, nee, gerade gegen. Scheint richtig zu sein. Optionales Komma mit freundlichen Grüßen ist richtig. Wir können ruhig mal kommen, ruhig mal hier. Schaut euch das mal an. Behind the scene nicht. Wir schauen mal, lieber Herr Gade. Doch, es ist doch richtig. Ja. Oh, wir mussten die Redaktion korrigieren. Was ganz Neues. Dementsprechend Plörrepäpste, erste Frage richtig, zweite Frage richtig, ist ein Kann-Komma, Punkt für die Grafiker. Aber Fabian Kahle ist damit raus aus der Sendung, oder was? Ja. Das stimmt hier nicht.
So, Frage Nummer 23. Was hören wir hier? Bitte schön. Mich würde mal, na, Wissen, es macht Spaß interessieren. Ja, warte. Wissen, es macht Spaß. Was haben wir da gehört gerade? 23. Frage. Was hören wir hier? Achso. Was dachtet ihr? Was war sie denn? Pokémon. Ja. Pokémon? 23. Frage. Was haben wir da gehört? Audiofile. Pokémon. Nidoran. Taubsi. Was genau? Also inwiefern Pokémon? Na, das sind die, wenn ein Pokémon rauskommt aus dem Pokéball und bei einem Kampf sich begrüßt. Hallo, ich bin... Schönen guten Abend, ich bin Nidoran. Lasst uns kämpfen. Das war ungefähr der Laut. Heute ist es ja allgemein, hast du ja extra noch gesagt. Du hast gefragt, was hören wir da? Und da ist Pokémon die richtige Antwort. Danke. Klare Päpste, Alvin, hat das Mikro? Ja, das waren die Pokémon der ersten Generation. Also die quasi der Sound, wie Lars schon richtig erklärt hat, wenn man sie ruft. Der Sound, den der Gameboy dann abgespielt hat. So, Markus Jakob für die kurze wissenschaftliche Einordnung dieser Antwort. Offensichtlich Endgegner Pokémon, auch das gerne noch in der Mediathek nachholen. Aber es haben fast alle gesehen, deswegen Quatsch. Ja, das sind natürlich Pokémon-Schreie der ersten Generation. Und sie sind auch noch chronologisch. Also es fängt mit Bisasam, Bisaknosp, Bisaflor und so weiter an. Das lag an dem YouTube-Video, das wir rausgesucht haben. Ja. Völlig richtige Antwort. Hatten das alle... sie. Hatten alle Teams richtig. So. So, Team Hein ist jetzt auch mal gut hier. So, Frage Nummer 24. Vervollständige diese kontroversen Aussagen. Boris Palmer, ruft's mal rein. Welche Gesellschaft soll das abbilden? Welche Gesellschaft soll das abbilden? Zweitens, helft mir zusammen, Anja Rützel, dass sie sich als Stand-Upperin diskriminiert fühlt, wenn man sie nennt. ich will Geld verdienen und mir... Acht. Ja, und da geht's nämlich auseinander. Ersten zwei völlig richtig. Welche Gesellschaft soll das abbilden? Und Komikerin, was haben die Teams denn beim dritten gesagt? Bei der Frau Balsen. Benjamin Bierchen. Nils. Ja, wir haben, also es ist ja Frau Balsen. Und ja, wir alle wissen, die will Kekse. Kekse. Die... Alba Punkt. Die Plörre-Kekse. Bitteschön. Sie will schwimmen, sie will eine Yacht. Und keine Kekse. Sie will eine Yacht? Was für eine, fragt Marc Lehmann. Ja, weil sie ja so mega sich für die Umwelt einsetzen und so, muss es natürlich eine Segeljacht sein. Das ist ja ganz wichtig. Segeljacht, Game too schlau für diese Welt. Keine Ahnung. Uiuiui. Komplett lang. Der ist der Stift ausgegangen, leider. Exakt bei der Fall. Da war Team Game zu schlau, Kreide holen. Shit. Ja. Also, wir haben hier schon gesehen, Benjamin Bierchen. Nee, Game zu schlau für diese Welt hat's nicht. Das ist die vierte Frage. Game zu schlau für diese Welt. Und dann bleiben noch die Plörre-Päpste. Und Wissen ist macht Spaß. Wir haben da Segeljachten und Yachten gehört und die richtige Lösung ist, ich will Geld verdienen und mir Segeljachten kaufen von meiner Dividende und sowas. Da es ein Zitat ist, können wir nicht Yachten gelten lassen. Ja, wir können sowieso nicht Yachten gelten lassen. Ach so. Okay. Ja, weil die natürlich in der ersten Antwort auch irgendwas von Wissen geschrieben haben. Also, welche Gesellschaft soll das wissen oder so? Welche Sau soll das wissen? Ja. Demnach hat nur Wissen, es macht Spaß. Was hatten Sie als zweites? Die Grafiker? Komikerin. Mhm. Und Yachten. Boah, ich kann da keinen halben Punkt geben, weil dieses Mal seid ihr zu gut. Normalerweise seid ihr schon abgeschlagen zu diesem Zeitpunkt. Ja. So, also richtig hat es offensichtlich Wissen, es macht Spaß. Genau. Gut. Uiui, ich weiß gar nicht, wie wir das auflösen. Darüber haben wir nie geredet. Deckt den Tisch nach Vorbild von Knigge. Und, hier liegen die Tablette. Wo ist das vierte? Oh, ja, okay. Oh, ich hätte gerne eigentlich
Die Plörrepäpste. Fabian, kannst du das nochmal hochheben von den Grafikern, bitteschön? Ja, klar. Von den Plörrepäpsten. Können wir das kameratechnisch abgreifen? Wir packen das mal hier hin auf den Tresen und schauen mal. Und dann sagt gerne mal, Alvin riecht den Braten schon. Beschreibt mal ein bisschen, was waren die Gedanken dahinter? Wie habt ihr es angeordnet? Alvin. Von außen nach Dima. Innen. Von außen nach innen? Genau, also, dass man außen anfängt und sich nach innen vorarbeitet. Und den Dessertlöffel haben wir auf der horizontalen angeordnet, ja. Hier ist der Dessertlöffel. Ja, genau. Suppenlöffel, Fischmesser, normales Messer. Richtig. Normale Gabel, Fischgabel. Hier das Dessertbesteck. Nee, hier ist das Buttermesser und hier das Dessertbesteck. Hm, auf jeden Fall nicht ganz richtig. Ah. Wir schauen mal, was haben wir denn da noch? Game 2, schlau für diese Welt. Dankeschön, Fabian. Der hier das auch mal checkt. Dankeschön übrigens an Familie Pogo für dieses Besteck. Wir sehen hier Game to Schlau für diese Welt. Möchtet ihr eure Gedanken mit uns teilen? Bitteschön, was habt ihr euch dabei gedacht? Na, wir haben halt das Buttermesser zum Nebenteller gelegt, weil das Dessert kommt ja nach in der Extraschale. Deswegen ist das Dessertbesteck oben über dem Teller griffbereit. Aber ansonsten, die Hauptgabel war ja gerade auch bei den Plörrepäpsten schon richtig. Drittes Team, die Zeit nehmen wir uns jetzt mal. Benjamin Bildner, ich will mal wissen, es macht Spaß, vorsichtig. So. Wissen ist, macht Spaß, haben wir hier. Hui, okay, wer möchte das denn sagen? Vorteil muss ich natürlich sagen, da zwei Frauen im Team. Wissen ist, macht Spaß. Bitte ausführen, warum, was habt ihr euch dabei gedacht? Denn das sieht ziemlich gut aus. Wir haben das ja fast wie Game 2. Wir haben uns nur gedacht, dass das Dessert mit der Gabel mit der linken Hand genommen wird und deswegen muss die Griffdings nach links liegen und der Löffel mit der rechten Hand und deswegen liegt der nach rechts. Mhm. Merken wir uns mal. Und das vierte Besteck. So. Für Team Benjamin Bierchen, auch hier Suppenlöffel. Wer möchte das mal ganz kurz? Moritz? Ja, also das Einzige, wo ich mir nicht sicher bin, ist das Dessertbesteck. Das war eine gute Argumentation von Lisa. Ich würde gerne die Auflösung hören. Ja, und die sehen wir jetzt vor uns, hoffe ich zumindest. Hier sehen wir die Auflösung. Ignoriert die Gläser, ignoriert die Servietten, aber außen der Suppenlöffel, das Fischmesser, das normale Messer, links die normale Gabel, dann die Fischgabel, das Brotmesser. Ich möchte anmerken, dass wir das Brotmesser auf den Teller gelegt haben. Richtig, ja? Dessertbesteck sehen wir, aber das hat sogar, Wissen es macht Spaß, richtig angelegt. Sind auch die Schneide beim Messer richtig? Schauen wir nochmal auf die Auflösung. Ja, das ist absolut richtig, was Wissen es macht Spaß da abgeliefert hat. Kann man nicht anders sagen. Komplett richtig. Und ich frage mich natürlich, woher wusstet ihr es? Lisa. Haben wir uns gerade auch gefragt, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Abgenommen von Colin Gebel, damit ist es recht wirksam. Aber ich würde dich schon mal widersprechen, dass es nur, natürlich nur daran lag, dass es Frauen. Andreas, das kann man auch als Mann wissen. Oh. Ja, das ja, sorry. Oh, sorry. So edgy, das muss in die Post. Völlig richtig. Punkt für Wissen ist, macht Spaß. Und das, würde ich sagen, war die schwerste Frage. Ja, muss man einfach so sagen. Oh, aber jetzt was runtergefallen, dementsprechend falsch. So, einiges verrutscht. Kein anderes Team hat das richtig gehabt, aber das war natürlich auch sehr close, ne, bei Team Benjamin Bierchen. Die könnten jetzt nochmal, aber haben kein Plädoyer parat, dementsprechend keinen Punkt. Ich hätte da mich nochmal auf eine Diskussion eingelassen. Du hättest nochmal zwei Punkte gegeben, ne? Ich hätte da nochmal einen halben rausgedrückt. Kurz, hallo. Also, ja, zu spät. Jetzt die Frage zu. Eine kurze Frage nochmal, die uns gerade kam, weil es ist ja, beim Knigge ist es sehr streng und wir wollen natürlich fantastische Leistung von Lisa und ihrem Team, aber die Frage, die wir uns stellen, ist, wenn es... Also das Brotmesser muss explizit auf dem Brotteller liegen und nicht daneben. Bei allen Besteckteilen liegen die neben dem Teller. Die eine Ausnahme ist das Brotmesser, das liegt auf dem Teller. Und das ist laut Knigge, es ist eine Kleinigkeit, aber es ist Knigge.
Und die Frage ist, lag das auf dem Teller? Weil wir ziehen das gerade ein bisschen, wir wissen, sind uns nicht sicher. Also, Kameramann, bitteschön, ich berühre das nicht mehr. Und wir stellen hier fest, wo das Brotmesser liegt. Und alle verstummen, bitteschön. Ja, nein, nee, muss näher rankommen, du musst näher rankommen, musst näher rankommen. Ruhig dich. Ruhig dich, niemand bewegt sich hier. Geht das? Kommen wir da so nah ran? Kannst mal ein bisschen, nichts bewegt sich, nichts bewegt sich. Peinlicher Versuch. Oh, jetzt ist es verrutscht. Ist verrutscht. Ich bin mit dem Fuß gegengekommen, aber es lag können drauf. Können wir nochmal das andere Bild sehen, Andreas? Können wir nochmal, so. Andreas, können wir nochmal das das Lösungsbild sehen? Weil da sieht man ja ganz deutlich, dass das Messer wirklich auf dem Teller liegt. Ich habe nicht gesagt, dass wir das sehen können nochmal. Und mal. Ich schneide noch so halb am Rand. Ja. Von daher, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es ist leider auch dann nicht richtig. Das stimmt richtig. Allerdings nicht. So würde ich nicht. Wir wissen, es macht Spaß und wir kommen zur 26. Aussage. Bei welchem Liebespaar, wollten wir wissen, ist der Altersunterschied am kleinsten? Ja, dass es nicht stimmt. Das Messer lag drauf. Lass ich gelten. Nein, völlig richtig. Punkt, wir wissen, es macht Spaß. Lass ich gelten. Messer war drauf. Lass ich gelten. So, 26. Bei welchem Liebespaar ist der Altersunterschied am kleinsten? Jemand, der alle kennt, ist Colin Gäbel. Ja, bis auf Stiflers Mom habe ich ja auch tatsächlich profunde Kenntnis von den zumindest weiblichen Paarungsteilnehmern. Wir sind uns ziemlich sicher, dass. Willst du die Antwort wissen? Oder ja, soll ich noch ein bisschen rumlabern, um auf die Punkte zu kommen hier? Oder? Nein. Okay. Also, wir sind ziemlich sicher, dass Heidi Klum und der Kaulitz-Ding da am nächsten aneinander sind. Ja. Ja. Gegenstimmen. Also, da legt man quasi sein bestes Stück nicht zwingend in die Falte, sondern. Egal, vergiss es! Also A! Oder A, das weg! Vergiss es! Du wisst doch überhaupt gar nicht, worauf ich hinaus wollte! Klassischer Gegner! Minus! Ja, keine Mehrheit dieser Sprechchor, sonst hätte ich das überlegt. Michael Wendler und Laura, 28 Jahre auseinander. Stiflers Mom und Finch, 19 Jahre Altersunterschied. Und Heidi Klum und Tom Kaulitz. Ja. 17 Jahre Altersunterschied. In der Tat, richtig argumentiert von Colin. Und damit ein Punkt für Game to Schlau für diese Welt. Ja, ja, ja. Genau, genau. Aber vorher ganz kurz, bevor wir diesen Punkt eintragen, schauen wir mal kurz. Denn wir haben hier 8, 9, 10 Punkte für die Grafiker. Wir haben Game to Schlau für diese Welt 11 Punkte. Es geht ja um Stifler. Wir haben, der Thema ist irrelevant, wir haben hier 1, 2, 3, 13 Punkte. Und wir haben hier 10, 11 Punkte. Das also mit noch 5 Fragen to go. Wissen, es macht Spaß momentan führen. Und jetzt kommt noch ein Punkt dazu für Team Game 2. Und wen noch? Für Team Benjamin Bierchen. Wussten's. Ja. Für Team Plurrepäpste. Ja. Für Team... Wissen, es macht Spaß. Ah. Ja, damit hatten es alle richtig. Alle wussten das. 4 Fragen noch. Alles noch drin. 27. Welche Abbildung zeigt das richtige Instagram-Logo? Wir schauen noch mal. Ne, wir hören uns. Ja. Wir hören uns mal an. Was gab es da für Tipps? Hannes als Instagram-Ikone. Habe ich erst seit einem halben Jahr. Aber wie gesagt, ich habe das Logo schon 1000 Mal offiziell von deren Seite natürlich als Vektor oder EPS natürlich, nachdem ich alle Sachen unterschrieben habe, immer nur von deren Seite gezogen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es D war mit dem kleinen Penöpel oben rechts. Wäre schön, wenn es jetzt falsch ist. Und jeder, der was anderes hat, ist einfach nur dumm. So. Und wer hat denn was anderes, Fabian? Game 2. Aber das ist auch Funk, ne? Die wissen, dass ich. Da Facebook hätten sie gekannt. Ja. Ne? Game 2. YouTube-Logo hätten sie erkannt, dass es rot-weiß ist. Also, haben es alle außer Game 2? Ja. Okay, aber war natürlich auch tricky. So, also. Aber das ist auch, ich weiß gar nicht, wer von euch ist denn bei Instagram? Von 5 Leuten, Colin schon mal nicht, Markus ist, Sarah ist erst seit kurzem, Valentin, keine Ahnung, Matthias auch nicht, oder doch? Doch, klar, wir folgen uns. Ach jetzt,
alle stolz. Ja klar, wenn ich bei Instagram, ich auch jeden Tag zweimal. Und keiner weiß es auch, Mensch, wirklich. Da müssen wir aber nochmal drüber reden morgen. Ich habe vor einem Jahr das letzte Mal was gepostet. Ach, gut, also haben alle enttäuscht. Ich wusste gar nicht, dass es das Logo gibt ohne so eine rote 3, weil ich immer so viele Direktnachrichten bekomme. Ne? Wusste gar nicht, dass das los ist. Gut, wir kommen zur Folge. 28. Von dem Mikro. War nicht ins Mikro, dementsprechend hat es nie stattgefunden, Margot Giese. 28, die laut einer Statistik von 2014 am häufigsten gehaltene Tierart in deutschen Zoos ist. Bitteschön, jetzt möchte ich mal eure Gedanken hören. Wer? Benjamin Bierchen, Nils, komm, Nils, das ist deine Frage. Also mein Gedanke war einfach, dass das die Ziege ist, weil die Ziege ein sehr verbreitetes Tier ist, was sehr unkompliziert zu halten ist und was nicht nur in den großen Zoos, als so meistens in Streichelzoos oder so gehalten wird, sondern eben auch bei vielen kleineren Zoos, die sich halt nicht irgendwelche exotischen Tiere halten können. Und deswegen glaube ich, dass es aus dieser Kategorie stammt. Es gibt natürlich noch ein paar andere mögliche Kandidaten, aber die Ziege, die, was übrigens echt ein penetrantes Biest ist. Ich war neulich mit meinem Sohn und die haben den fast gefressen. Wirklich, also es, probiert's mal aus, das ist Wahnsinn. Also ich glaube, es ist die Ziege, aber kann auch was anderes sein. Nils, wie ist es? Habt ihr die gefüttert oder so? Ich habe tatsächlich so eine Gemüsetüte dabei gehabt und das ist, ey, ich glaub's nicht, das sind wie Prädatoren. Wenn die sehen diese Gemüsetüte und ich hatte 5 Ziegen, die waren mit ihren Hufen an meiner Brust. Ja. Nein, ist völliger Ernst. Und die haben mir diese Tüte weggerissen und ich habe die zurückgerissen. Die haben dann nur Teile von der Tüte gekriegt. Und ich hatte den Fehler gemacht, meinem Sohn eine Möhre zu geben, die er den Tieren geben durfte. Alter Schwede, ich musste den auf den Arm nehmen, der hat die Panik seines Lebens gehabt, weil Ziegen echte Drecksviecher sind. Man unterschätzt die, weil die so klein sind und alle denken, man isst deren Käse auf und so, aber das sind richtige Prädatoren, also ernsthaft. Ziegenpartei. Wirklich wahr. Also jetzt mit einem Plädoyer für die Tierschutzpartei, die Plörrepäpste. Dima hat schon das Mikro. Ja, wir, also genau, was Nils sagt, aber wir waren zuerst da, deswegen, ja, wir haben das zuerst gesagt, aber Ziegen, ja. Wie immer geht's nach Schnelligkeit. Und Business macht Spaß, bitteschön. Ja, wir haben auch die Ziege. Oh, krass. Game zu schlau für diese Welt? Auch? Wir sind zufällig in der Mitte. Ich glaube, das edle Geschöpf der Ziege ist natürlich die richtige Antwort. Da sind wir uns alle einig hier. Jawohl. Also, ja. Wenn wir... Hennes und so. Wenn wir nach der häufigsten Tierart in europäischen Zoos gefragt hätten, wäre in der Tat die Ziege richtig gewesen. Genau. Aber wir sind natürlich immer noch in Deutschland. Und in Deutschland gibt es was für Tiere? Hunde, Schweine, Ameisen, Elefanten. Haben wir die Auflösung parat? Auflösung, ich will sehen. Nee, ich will sehen. Nee, sag's nicht. Ja, natürlich haben wir die Auflösung. Ja, bitte. Zebras! Zebras! Ach komm, das ist doch... Was ist zweiter? Lies mal vor. Hallo, nee. Lies mal vor. Wir haben doch nicht mehr Elefanten als Ziegen. Lies vor. Braunbären, also Tiger, Pinguine, Löwen, Elefanten. Habt ihr ein Premium? Wo ist das her? Schimpansen. Und wie viel für... wie viele Zebras gibt's? 65 Haltungen. Du siehst die Quelle. Jeder Scheißzoo kann sich einen Streichelzoo leisten. Manche nehmen sogar ihre Mitarbeiter und einfach einen Teppich drüber und dann. Ach, Leute. Also, wir sind uns selbst nicht sicher. So, Zebras. Oh, ich krieg gerade aufs Ohr. 2015 hat die Ziege Zebras überholt. Ja. So, also kein Punkt. Ihr müsst einfach besser zählen, wenn ihr unterwegs seid in Zoos. Offensichtlich komplett daneben gelegen. 29. Blätter bestimmen. Allergiker wussten Bescheid. Die müssen den Kram meiden. Krane war unterwegs, hat euch ein paar Blätter in die Hand gedrückt. Nils weiß es. Was machen denn Game 2 schlau für diese Welt? Bitteschön.
Naja, also zumindest die Kastanie, das edle pflanzliche Geschöpf, das auch sich bei uns in diesem Vorgarten finden lässt, war natürlich eindeutig zu benennen. Das war die C. Du meinst also, wir würden nicht weiterlaufen als bis in den Vorgarten, ja? Naja, wir kennen ihn ja mittlerweile ein bisschen, ne? Also du meinst dieser halb leer gepflückte Baum, der da im Vorgarten steht? Ja. Es musste ja genug für alle gepflückt werden. Was haben wir noch, Colin? Bei B war irgendwie die Überlegung Ahorn. Aber dann dachten wir, wo haben wir denn einen Ahornbaum in der Nähe? Also das kann ja schon mal nicht sein. Also sind wir zu Walnuss übergegangen. Ah. Aufgrund familiärer Beziehungen mit Walnussbäumen im Garten. Ist das wieder so ein Holland-Ding für Sarah? Nein. Nochmal in Holland von Sarah. Nein. Wissen, es macht Spaß. Bitteschön. Marc, der alte Botaniker. Der Jürgen Feder von Rocket Beans. Natürlich. Ich bin hier für Buche, hier für Kastanie, eindeutig. Hier für Kastanie und hier natürlich für den Ahorn. Ahorn. Fun Fact, Fabian Käufer hat mich heute Morgen beim Pflücken erwischt. Das heißt, er müsste es eigentlich wissen. Er müsste es eigentlich wissen. Ganz. Fabian hat mich sofort weggeschickt. Wir haben weder gesprochen noch sonst uns in irgendeiner Form ausgetauscht, was er da gerade machen würde. Ah, okay. Ich habe es vorher gesagt, bevor die Frage kam. Es hat noch keiner gehört von euch. Untersuchungsausschuss, der in 2 Jahren zu keinem Ergebnis kommen wird. Die Plörrepäpste haben was gedacht bei diesen Blättern? Cannabis 3-mal oder was habt ihr geschrieben? Also, bei den anderen beiden sind wir uns schon einig. Bei diesen größeren hier, das ist eine Kastanie und eine, hier ein Ahorn ist. Das waren aber 2 gerade, ne? Ja, ja, genau. Aber das hier haben wir eine Linde getauft. Ich weiß nicht, ob das so hinhaut, aber könnte... Sehr lasche Linde. Ja, das, mal gucken. Das könnte gelinde gesagt stimmen, lieber Herr Krane. Bitte um die Auflösung. Wo warst du denn da heute? Ich war heute... Leute, wo geht jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hin und her, wenn er zwischen der Amanda-Straße und der Heinrichstraße geht? Natürlich durch den Lindenpark. Linde dabei? Linde dabei, Ahorn ist dabei und Kastanie ist dabei. Ahorn, B-Linde, C-Kastanie, aber wer hat es auch richtig zugeordnet? Das habe ich nämlich Game 2 mal so ein bisschen am Tuscheln, haben die mitbekommen, dass ABC richtig zugeordnet werden soll. Plörrepäpste. Die haben es richtig? Yes. A, B, C richtig zugeordnet? Sonst niemand. Wie sonst niemand? Ja. Falsch zugeordnet. Ja, Game 2 hat ja noch irgendwas von Walnuss und so. Ja. Letzte Frage. Frage Nummer 30. Greta sagt, in 2 Jahren werde ich doppelt so alt sein, wie ich es vor 5 Jahren war. Wie alt ist Greta? Und vor allen Dingen, wer traut sich zu... das einmal hier vorzurechnen. Hannes? Nee, ich will es nur loswerden, weil Ben fehlt und Ben ist unsere Mathemaschine. Und wir haben es richtig verkackt. Alvin hat angefangen so mit x gleich 2 und hier steht auch überall nach der ersten Linie. Zeig's so, mal. Ich weiß haben wir das noch? Also, wir haben es richtig verkackt. 35 haben wir gesagt. Frage ist ja, wie alt kann Greta noch werden, ne, wenn das mit dem Klimawandel so schnell geht? Was haben wir denn? Glocke, abonnieren. Ist das der Plörrepäpste? Oh, schau mal, wir schauen hier mal ganz kurz drauf. Das ist das Blatt der Plörrepäpste. Das war Alvins Rechenweg. Ja, sehen wir das? Ich halte es mal zu. Ja. Die Linien sind das geil. Minus 2 mal x. Ja, und dann ist es vorbei. X plus 2. Und am Ende komplett abgegeben, die Nummer. Gut, hat's denn... Nein, wir fragen natürlich noch ein bisschen rum. Wissen, es macht Spaß. Fragezeichen. Was habt ihr? Wenn sie 12 ist, dann ist sie in 2 Jahren 14. Und das wiederum 12 minus 5 sind 7. Und irgendwie so war die Frage, sie ist 12. Mhm. Auf jeden Fall. Das also rückwärts die Probe. Game too schlau für diese Welt. Sarah nickt. Man hört es. Nils, möchtest du das für uns nochmal richtig auflösen? Ja, also die Situation war folgende. Ich war fieberhaft damit beschäftigt, hatte meinen Kopf unten und habe gerechnet, weil ich der festen Überzeugung war, dass die Frage war, wie alt ist Greta Thunberg? Und ich dachte, okay, sie ist entweder 14, 15 oder 16. Und habe ich versucht, mit 14, 15 oder 16 auszurechnen, was davon jetzt mathematisch stimmt. Und es stimmte alles nicht. Das hat mich völlig fertig gemacht. Währenddessen haben meine Teamkollegen aber die richtige Rechnung gemacht, weil sie es richtig verstanden haben. Und haben es am Ende aber falsch gemacht. Nein! Nein, Benjamin, wir haben es nicht gemacht. Ja, also ich habe dann einfach gedacht, wie alt ist so ein Kind? Dann bin ich so... Wow. Wow.
Wow. Greta hörte sich an wie Kind, da bin ich durchgegangen, so 11 passt nicht, 10 passt nicht und dann 8 würde passen, weil 8 plus 2 sind 10, da wäre sie vor 5 Jahren 5 gewesen. Nee, aber jetzt falsch rum, ne? Richtige Antwort von Mara. Denkt hier, glaube ich, niemand im Raum. In der Tat, die richtige Lösung. Haben wir die Rechnung mal vor? Nee, ja, mal jetzt auch nicht mehr. In der Tat, Marc hat die Probe aufgelöst. Richtige Antwort, 12. Yes. Greta ist in der Tat 12. In 2 Jahren werde ich doppelt so alt sein, wie ich es vor 5 Jahren war. Wer hatte das richtig? Game to Schlau für diese Welt. Yes. Ja, hat er es? Ja, und Glocke Päpste? Nein. Nope. Wissen, es macht Spaß? Ja. Und Benjamin Bierchen? Nein. So, dann schauen wir die Plörre Päpste. 10 Punkte, 11, 12, 13 Punkte. Wir haben Game to Schlau für diese Welt. 11 Punkte, 12, 13 Punkte. Wir haben Benjamin Bierchen. 12, 13 Punkte. Und wir haben Business macht Spaß. 13, 14, 15, 16 Punkte. Und damit haben wir einen Sieger. Das Team rund um Lisa, Anja, kannst gerne die Leuchte bringen. Marc, Lars und Fabian. Die holen sich hier diese Leuchte. Ja, kommt ruhig zu uns. Kommt zu mir. Genau. Holen sich damit den dritten Sieg. Sind damit gleichgezogen in der ewigen Tabelle mit Team Heiden. 16 Punkte haben hier heute gereicht. 3-2-Platzierte. So eng war es noch nie, sage ich einfach mal. Danke an alle Teams. Hashtag Kneipenquiz. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da, wenn euch der Shit gefällt. Glocke abonnieren. Team Wissen, es macht Spaß mit dem Sieg. Danke an alle. Ciao.